Jakob, Friede sei auf ihm, er kam zur Welt, als sein Opa Ibrahim, Friede sei auf ihm, noch am Leben war. Ishaq, Friede sei auf ihm, der Vater von Jakob, hatte zwei Söhne, Jakob und Al-Ais. Und von Jakob kamen alle weiteren Propheten der Kinder Israels. Und Jakob ist Israel. Einer seiner Namen ist Israel. Die Gelehrten sagten, dass das Il im Hebräischen für Allah steht. Wir Muslime dürfen Allah allerdings nicht Il nennen, da seine Namen Thawqifiyya sind. Das heißt, die Namen entnehmen wir aus Koran und Sunna. Und wir geben Allah dem Erhabenen keinen anderen Namen, außer die Namen, die wir im Koran und in der authentischen Sunna vorfinden. Isra bedeutet Abd, was auf Deutsch Diener bedeutet. Und Il steht für Allah. Demzufolge würde Israel, also der Diener Allahs, bedeuten. Diesen Namen bekam Jakob, Friede sei auf ihm, nicht als er klein war, sondern als er alt wurde, nachdem er eine unglaubliche Geduld gezeigt hat und sich abmühte auf dem Weg Allahs. Im Gegensatz zu dem, was die Juden sagen, nämlich, dass er diesen Namen bekommen hat, nachdem er gegen Gott im Ringen gewann. Bei Allah suchen wir Zuflucht vor solch üblen Aussagen. Und das ist das, was wir unter anderem in Genesis finden, dass Jakob, Friede sei auf ihm, den Namen Israel bekam, nachdem er Gott angeblich im Ringen besiegt haben soll. Und bei Allah suchen wir Zuflucht vor solch einer Lüge. Und das ist ganz klar von den Sachen, die verfälscht wurden in der Bibel. Und es dient lediglich als Randinformation. Und man muss kein Gelehrter sein, um zu erkennen, dass das eine verfälschte und erlogene Stelle ist. Von vielen weiteren verfälschten Stellen aus der Bibel. Die heutigen Gelehrten, sie sagen, dass man das Land, welches die Palästinenser besetzte, nicht Israel nennen soll. Da dies ein Verweis auf Jakob, Friede sei auf ihm, ist. Und diese Leute sind am weitesten entfernt vom Propheten Jakob. Jakob hat nichts mit diesen Leuten zu tun. Und sie sind seine Feinde, denn sie besetzten die wahren Folger von Jakob, Friede sei auf ihm. Aber wenn man das sagt, weil es mittlerweile verbreitet ist, dann begeht man, inshallah, keine Sünde. Besser wäre es, diesen Staat jüdischer Staat oder hebräischer Staat zu nennen oder ähnliches. Genauso wie mit dem Liwat, was ein Verweis auf Lot, Friede sei auf ihm, ist. Und Lot ist am weitesten entfernt von dieser Schandtat, die das Volk Lots beging. Jakob, Friede sei auf ihn, erlebte mit seinem Vater Ishaq in Beitul Maqdis in Palästina. Dann wollte Jakob, Friede sei auf ihm, nach Haran, zu seinem Onkel mütterlicherseits. Er wollte ihn besuchen und sein Name war Laban. Als er diese Reise unternahm, war er noch relativ jung. Auf dem Weg dahin legte er sich hin und er schlief. Er schlief mit seinem Kopf auf einem Felsen und er träumte, dass Allah der Erhabene zu ihm sprach. Allah gab ihm die Frohbotschaft, dass er ihn und seine Nachkommenschaft segnen wird. Und Allah der Erhabene den Segen auf der Erde ausbreiten wird, in der sich Jakob befindet. Dann stand Jakob auf von seinem Schlaf und schrieb auf dem Felsen. Was schrieb er? Er schrieb Beitu'il, also das Haus Allahs. Dann führte er seine Reise zu seinem Onkel fort und er verbrachte bei ihm eine gewisse Zeit. Jakob wollte dann die Tochter seines Onkels heiraten. Laban, der Onkel mütterlicherseits von Jakob, hatte zwei Töchter. Es wird gesagt, dass die ältere Lia hieß und die kleinere Rahil. Er wollte die jüngere und sein Onkel war einverstanden unter der Bedingung, dass er 7 Jahre lang für ihn arbeitet. Jakob willigte ein und er arbeitete die Zeit, er hütete Schafe. Als er die Zeit komplett abgearbeitet hat, sagte er zu seinem Onkel, die Zeit ist um, verheirate mich. Er sagte okay und als er dann zu ihr einging, also als Jakob zu seiner Frau, die er jetzt heiratet, einging, war dies nicht die jüngere Schwester, sondern die ältere, namens Lia. Dann sagte Jakob zu seinem Onkel, darauf haben wir uns nicht geeinigt, ich wollte die jüngere und nicht die ältere. Dann sagte der Onkel, das ist nicht unsere Kultur, dass wir die jüngere vor der älteren verheiraten. Dann verlangte der Onkel zusätzlich noch, dass er die jüngere Rahil heiratet und das war in ihrer Gesetzgebung erlaubt. Im Islam ist es nicht erlaubt, dass der Mann 2 Schwestern parallel als Frauen hat. Der Onkel bot also Jakob an, dass er die Jüngere auch noch heiraten kann und er stimmte dem zu. Aber der Onkel setzte wieder eine Bedingung und zwar dieselbe wie schon bei der ersten Tochter, nämlich 7 Jahre lang für ihn zu arbeiten und Jakob stimmte zu. Nach diesen 14 Jahren blieb er noch 6 weitere Jahre in Haran bei seinem Onkel und Allah der Erhabene segnete ihn mit viel Vermögen und
Allah schenkte ihm auch 6 Söhne und alle waren von Lia, der älteren Schwester. Die jüngere Schwester Rahil, die Jakob eigentlich von Anfang an wollte, hatte einen speziellen Platz in seinem Herzen. Und das sehen wir insbesondere daran, dass er wieder 7 Jahre Arbeit auf sich nahm, um sie zu heiraten, nachdem er bereits 7 Jahre bei dem Onkel gearbeitet hat. Jakob wünschte sich Kinder von Rahil, insbesondere da sie einen speziellen Platz in seinem Herzen hatte. Und sie nahm diesen einen speziellen Platz ein. Und genauso wollte Rahil ihm Kinder schenken und sie sprach Bittgebete zu Allah, dass sie ihm Kinder auf die Welt bringen kann. In diesem Zustand blieb diese Frau, bis einige Tage und sogar Jahre vergingen. Rahil hatte eine Bedienstete, die sie dann Jakob gab, damit er mit ihr Kinder kriegt, und tatsächlich bekam sie dann 2 Jungen. Lia überkam die Eifersucht und so gab sie Jakob ebenfalls ihre Bedienstete, mit der er Kinder kriegen sollte, und diese schenkte Jakob ebenfalls 2 Söhne. Zu diesem Zeitpunkt hatte er, Friede sei auf ihm, also 10 Kinder, 6 von Lia, von der älteren Schwester, 2 von der Bediensteten von Lia und 2 von der Bediensteten von Rahil oder von den Sklaven, denn das ist legitim. Jakob, Friede sei auf ihm, er gab den Wunsch nicht auf, von Rahil Kinder zu bekommen. Genau wie Rahil den Wunsch nicht aufgab, ihm Kinder zu schenken. Sie machten Dua zu Allah und schlussendlich wurde dann auch Rahil schwanger. Und sie gebar ihm 2 Söhne. Der ältere, Yusuf, Friede sei auf ihm. Und der jüngere, Benjamin. Yusuf und Benjamin waren die jüngsten seiner Kinder. Und diese beiden liebte Jakob am meisten. Dies sind die 12 Kinder Jakobs, Friede sei auf ihm. Nachdem Jakob all das erlangte, wollte er zurück zu Beit al-Maqdis, zu seinem Vater Ishaq, mit seinen Frauen, Kindern und seinem Vermögen. Dann hauchte Allah der Erhabene ihm ein und so wurde er zum Prophet. Allah befahl ihm, Beit al-Maqdis zu bauen, an dem Ort, wo er den Traum sah und an dem Felsen, den er gekennzeichnet hat. Dann baute Jakob, Friede sei auf ihm, die Masjid al-Aqsa. Und die Gelehrten erwähnten, dass es Masjid al-Aqsa genannt wird, aufgrund der Ferne. Es kommt also von Al-Iqsa bzw. Al-Bu'd. Wovon entfernt? Vom Haus Allahs in Mekka. Und deswegen bekam das Gebetshaus diesen Namen. Das ist eine Riesenehre für die Familie. Der Opa von Jakob, Friede sei auf ihnen, baute mit seinem Sohn Ismail die Kaaba. Und Ibrahims Enkel Jakob baute die Masjid Al-Aqsa. Und derjenige, der die Moschee erneuerte, war Suleiman, Friede sei auf ihm, welcher ebenfalls von den Nachkommen Jakobs ist. Aber dieser sollte einige tausend Jahre später kommen. Im Koran finden wir den Begriff Al-Asbat. Die Gelehrten sind sich einig, dass dies die Nachkommen Jakobs sind. Jedoch unterscheiden sich die Meinungen, welche Nachkommen genau damit gemeint sind. Sind es die 12 direkten Söhne Jakobs oder nicht? Einige sagten ja und andere sagten nein. Diese kamen später. Es sind zwar seine Nachkommen, aber spätere Generationen. Dann starb Ishaq, Friede sei auf ihm. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt die Geschichte Yusufs, Friede sei auf ihm. Als der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, über Yusuf gefragt wurde, sagte er: Er ist der Edle, der Sohn eines Edlen, der Sohn eines Edlen, der Sohn eines Edlen. Yusuf, der Sohn von Jakob, der Sohn von Ishaq, der Sohn von Ibrahim. Er ist ein Prophet, sein Vater ist ein Prophet, sein Großvater ist ein Prophet und sein Urgroßvater ist ein Prophet. Was für eine ehrenvolle Abstammungslinie. Als würde das nicht reichen, bekam Yusuf die Hälfte der Schönheit. Im Sahih-Werk von Muslim heißt es, قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ. Ihm wurde die Hälfte der Schönheit gegeben. Was ist damit gemeint? Die Hälfte der Schönheit. Hierzu gibt es mehrere Meinungen. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah sagte, dass das Offensichtliche ist, dass Yusuf, Friede sei auf ihm, bevorzugt wurde gegenüber den Menschen mit der Hälfte der Schönheit. Ibn Kathir sagte, dass einige Gelehrte hierüber sagten, dass das bedeutet, dass er die Hälfte der Schönheit von Adam, Friede sei auf ihm, bekam und dies passend sei, denn Allah erschuf Adam und er formte ihn mit seiner ehrenvollen Hand und er hauchte in ihm von seinem Geist ein und Allah erschafft nur die besten Sachen. Das erwähnte Ibn Kathir. Und das, was offensichtlich ist, und Allah weiß es am besten, ist, dass Yusuf die Hälfte der Schönheit bekam. Es gibt also, wie gesagt, hierüber mehrere Meinungen. Ob es jetzt die Hälfte der Schönheit von Adam ist, oder ob Yusuf tatsächlich die Hälfte der Schönheit bekommen hat, von allen. Fakt ist, Yusuf war unglaublich schön. Und seine Schönheit war überwältigend, sodass man die Fassung verlor, wenn man diesen edlen Propheten
Friede sei auf ihm, sah. Diese Schönheit brachte viele Prüfungen mit sich, insbesondere aufgrund der Frauen. Und Yusufs Geschichte beginnt damit, dass er einen Traum sah. Und der Vater liebte Yusuf mehr als die anderen Geschwister. Und Liebe ist eine Sache, die nicht in der Hand eines Menschen liegt. Du kannst nicht sagen, jetzt liebe ich dich mehr oder jetzt liebe ich jenen mehr. Deshalb kann man Jakob, Friede sei auf ihm, keinen Vorwurf machen. Das Problem entsteht erst dann, wenn man einen gegenüber den anderen bevorzugt und ungerecht handelt. Und das war nicht der Fall. Man darf also diese beiden Sachen nicht verwechseln. Nur weil Jakob mehr Liebe für Yusuf empfand als für die anderen Kinder, hieß es nicht, dass Jakob ungerecht handelte. Bei Allah suchen wir Zuflucht, dass dieser ehrenvolle Prophet ungerecht wäre. Im Gegenteil, er behandelte die Kinder gerecht. Denn als später die Geschwister von Yusuf über ihren Vater sagten, Yusuf und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir eine ansehnliche Schar sind. Seid euch bewusst, die Geschwister klagten hier nicht über Ungerechtigkeit, dass Jakob Yusuf und seinen Bruder mehr gibt oder sie besser behandelt und so weiter, sondern sie kritisierten eine Sache, die sich im Herzen Jakobs befindet und nicht in seiner Hand liegt. Und sie kritisierten ihren Vater auch nicht dafür, dass sie zum Beispiel weniger Geschenke bekommen würden oder ähnliches, sondern sie kritisierten ihn dafür, dass er sie mehr liebte. Und Allah weiß es am besten. Die Gerechtigkeit im Geben von Geschenken ist verpflichtend. Aber im Unterhalt ist es nicht verpflichtend. Das erste ist zum Beispiel, wenn der Vater seinen Kindern Geld schenkt, dann soll er ihnen gleichermaßen geben. Er kann nicht dem einen 5 Euro und dem anderen 100 Euro geben. Aber im Unterhalt ist dies nicht verpflichtend. Zum Beispiel, du hast 2 Kinder und einer studiert im Ausland und der andere studiert nebenan. So benötigt derjenige, der im Ausland studiert, mehr als derjenige, der nebenan studiert. Der im Ausland, der muss seine Fixkosten decken, er muss Miete bezahlen, Strom, Essen etc. Während der andere noch bei seinen Eltern lebt, zu Hause isst, zu Hause trinkt und nicht diese Rechnungen zahlen muss, die der andere bezahlen muss. Genauso auch in Bezug auf die Gefühle im Herzen. Du kannst möglicherweise den einen Sohn mehr lieben als den anderen, weil bei ihm gewisse Charakterzüge vorhanden sind, die bei dem anderen nicht vorhanden sind. Wenn zum Beispiel der eine Sohn rechtschaffen ist, immer die Wahrheit spricht, einen schönen Charakter hat und der andere ist ein Lügner und er hat viele schlechte Eigenschaften, dann ist es mehr als natürlich, dass die Gefühle für den einen mehr sind als die für den anderen, insbesondere wenn er die Eltern schlecht behandelt, der Lügner und der mit den vielen schlechten Eigenschaften. Und Jakob, Friede sei auf ihm, hatte hier einen Sohn, der innerlich wundervolle Charaktereigenschaften hatte und optisch ebenfalls wunderschön war. Und Jakob sah etwas in seinem Sohn und wusste, dass aus ihm etwas werden wird. Und diese Eigenschaft, etwas in einer Person zu erkennen und zu sehen, nennt man Firasa. Das ist eine sehr interessante Wissenschaft. Und in den meisten Fällen waren es die Lehrer gewisser Gelehrte, die in dem Schüler dieses gewisse Etwas sahen. Zum Beispiel der Imam Malik. Er sah bei Imam al-Shafi'i dieses gewisse Etwas. Oder al-Sha'bi bei Abu Hanifa und so weiter. Auf jeden Fall gab es dann dieses Ereignis mit dem Traum, den Yusuf, Friede sei auf ihm, sah, welches das Gefühl bei seinem Vater Jakob bestärkte, dass sein Sohn für Großes bestimmt worden ist. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا الشيطان للإنسان عدو مبين. يوسف sagte zu seinem Vater: O mein Vater, ich sah 11 Sterne und die Sonne und den Mond, ich sah sie sich vor mir niederwerfen. Das ist ein Traum und die Träume sind von dreierlei Art. Der erste Traum, er ist von Allah, wie im Falle von Yusuf, Friede sei auf ihm. Und diese Träume von Allah haben Zeichen. Zum Beispiel sind diese Träume kurz, sie sind deutlich und in den meisten Fällen, wie hier bei Yusuf oder Ibrahim, als er seinen Traum sah, dass er seinen Sohn schlachtete, diese Träume waren relativ kurz. Und das ist meistens der Fall, es ist nicht immer so, aber
Das sind Indizien dafür, dass es ein wahrer Traum ist. Die zweite Kategorie ist Hadithun Nafs. Das ist eine Art Selbstgespräch, beziehungsweise es ist etwas aus deinem Alltag, was verarbeitet wird. Zum Beispiel schreibst du eine Prüfung und dann träumst du von dieser Prüfung, wie du in einem Raum sitzt und diese Prüfung schreibst und so weiter. Der dritte Traum ist der Traum vom Shaitan. Was ist sein Ziel? Der Shaitan, er möchte dich mit diesem Traum traurig machen. Als wäre er nicht schon tagsüber lästig genug, verfolgt er uns noch im Schlaf. Yusuf hatte also diesen Traum. Und Jakob erkannte sofort, dass das ein Traum von Allah, dem Erhabenen, ist. Jakob sagte dann, O mein lieber Sohn, erzähle dein Traumgesicht nicht deinen Brüdern, sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Gewiss, der Satan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. Jakob sagte das, da er wusste, wie seine älteren 10 Geschwister Yusuf behandeln und er sah, dass der Neid einen festen Platz in ihren Herzen eingenommen hat. So hatte Jakob Angst, dass bei der Enthüllung seines Traums der Vorzug Yusufs offensichtlich wird und dies zu noch mehr Übel und Neid führt. Und hier lernen wir eine weitere Sache. Und zwar, dass man solche Träume, die eine Frohbotschaft mit sich bringen, nicht Leuten erzählt, die für einen Schlechtes wollen, sondern man erzählt es lediglich denen, wo du dir sicher bist, dass sie Gutes für dich möchten. Und Yusuf, Friede sei auf ihm, er gehorchte seinem Vater und er erzählte diesen Traum nicht. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Und so wird dein Herr dich erwählen und dich etwas von der Deutung der Träume lehren. Das heißt, dass die Traumdeutung eine Wissenschaft ist und dies nicht jeder willkürlich machen kann, der diesbezüglich einige Traumdeutungsbücher liest. Das ist in erster Linie etwas, das Allah einem in die Wiege legt. Und es ist ein Geschenk von Allah, dem Erhabenen. Und einige Menschen kriegen den Schlüssel, um die Träume zu deuten von Allah und andere nicht. Und das sind die meisten. Zudem muss der Traumdeuter ein gutes und weites Wissen haben über den Koran und über die Sunna. Dann muss er die arabische Sprache beherrschen. Dann muss er die A'raf der Menschen kennen. Also er muss die Sitten und Gebräuche kennen. Wenn man ein Reittier reitet in der Wüste oder in Amerika, kann dies etwas komplett anderes bedeuten. Zudem kann der ein und derselbe Traum bei 2 verschiedenen Menschen etwas ganz anderes bedeuten, weshalb einige Gelehrten es auch verbieten, dass man Träume über das Telefon interpretiert. Denn du siehst ja nicht, wer die Person ist, die diesen Traum schildert. Es heißt weiter, und so wird dein Herr dich erwählen und dich etwas von der Traumdeutung lehren und seine Gunst an dir und an der Sippe Jakobs vollenden, wie er sie zuvor an deinen beiden Vätern, Ibrahim und Ishaq, vollendet hat. Gewiss, dein Herr ist allwissend, allweis. Wahrlich, in Yusuf und seinen Brüdern sind Zeichen für diejenigen, die nach der Wahrheit fragen. Es ist ein Zeichen, dass der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, die Geschichte von diesem Propheten so detailliert wiedergeben kann, obwohl er weder lesen noch schreiben konnte und Mekka nur ein einziges Mal verließ. Von wo hätte er diese Geschichte so exakt und detailliert hören können, wenn zwischen ihm und dem Propheten Yusuf tausende Jahre waren? Wo hätte er diese Geschichte herhaben können? Außer es kommt direkt vom Herrn der Welten. Die Antwort der Christen wäre, er hat es von der Bibel abgeschrieben. Und jeder, der die Geschichte Yusufs in der Bibel gelesen hat, weiß genau, dass er die nicht von dort hat. Denn um einen kleinen Unterschied zu geben, als Yusuf den Traum hatte mit den 11 Sternen, der Sonne und dem Mond, erzählte Yusuf den Traum seinem Vater. Und der Vater erkannte, dass dieser Traum etwas Großes bedeutet und er sagte, erzähle diesen Traum nicht deinen Brüdern. In der Bibel hingegen erzählt er den Traum seinen Brüdern. Der Vater soll gesagt haben, was ist das für ein dummer Traum, den du da geträumt hast? Wir sehen hier ganz klar den Unterschied in der Erhabenheit zwischen der Geschichte im Koran und der verfälschten Version aus der Bibel.
Und diese Sachen können wir ganz klar ablehnen, weil er nicht gesagt hat, was ist das für ein dummer Traum, den du da geträumt hast, sondern das, was Jakob, Friede sei auf ihn, zu seinem Sohn sagt. Und das ist das, was ich für einen Propheten gehört. Er sagte, erzähle den Traum nicht deinen Brüdern, denn sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Denn Jakob erkannte, dass das ein wahrhaftiger Traum ist, der sich bewahrheiten wird, wie wir am Ende der Geschichte sehen werden. Und er wusste, wenn er diesen Traum seinen Brüdern erzählt, dann werden sie noch neidischer und noch mehr Hass gegenüber Yusuf entwickeln. Aber in der Bibel sagt er, was ist das für ein dummer Traum, den du da geträumt hast? Das soll nur ein kleines Beispiel sein, damit man den Unterschied erkennt zwischen dem erhabenen Koran oder die Geschichte aus dem erhabenen Koran und die Geschichte von irgendwelchen Schreibern, die diese Sachen geschrieben haben, als Jesus schon längst gestorben war, wo man nicht einmal weiß, wer ihre Namen sind. Kommen wir zurück zu der Geschichte. Die 10 Älteren, sie versammelten sich und sie sagten, wahrlich, Yusuf und sein Bruder, welcher Bruder? Benjamin, sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir eine ansehnliche Schar sind. Unser Vater befindet sich fürwahr im deutlichen Irrtum. Was meinten sie damit? Meinten sie, dass Jakob irregeleitet ist? Nein, denn hätten sie das gemeint, wären sie Ungläubige geworden. Denn das ist der Prophet und den Propheten als irregeleitet zu bezeichnen, wäre Kufur. Und dann würde man von der Religion abfallen. Vielmehr meinten sie damit, er befindet sich fürwahr auf einem deutlichen Fehler im Vorziehen von Yusuf und seinem Bruder uns gegenüber. Das ist das, was sie gemeint haben. Hier ist nicht der Irrweg in Bezug auf die Religion gemeint, denn hätten sie das gemeint, hätten sie Kufr begangen. Und das ist das, was Al-Barawi in seinem Tafsir erwähnt. Sondern ist hier der Fehler im Regeln einer Dunya-Angelegenheit gemeint. Denn das, was die Brüder hier ausdrücken wollen, ist, dass sie ihrem Vater nützlicher sind in den Angelegenheiten der Dunya. Deswegen haben wir seine Liebe mehr verdient als Yusuf und sein Bruder. So begeht er einen Fehler damit, dass er sie mehr liebt als uns. Das ist das, was die Brüder meinten. Allah weiß es am besten. وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Weiter heißt es, tötet Yusuf und werft ihn ins Land hinaus. So wird das Gesicht eures Vaters sich nur noch euch zuwenden und danach werdet ihr rechtschaffene Leute sein. Wir töten ihn einfach und bitten Allah um Vergebung. Und wie viele Menschen konnte der Satan durch diese Masche schon hinters Licht führen? Er sagt zu ihm, begehe die Sünde und danach bittest du Allah einfach um Vergebung und alles ist gut. Hier stellt sich die Frage, wer hat dir gesagt, dass du so lange leben wirst, um Allah um Vergebung zu bitten? Vielleicht stirbst du während der Sünde, möge Allah uns bewahren. Und wer hat dir gesagt, dass Allah dich dahin leitet, ihn um Vergebung zu bitten? Denn wie viele haben dann die Sünde begangen und Allah danach nicht um Vergebung gebeten? Und wer hat dir gesagt, dass Allah deine Bitte um Vergebung annehmen wird? Du hast keine Garantie dafür, dass Allah dir nach dem Begehen der Sünde diese Sünde vergeben wird. Einer von den Geschwistern war damit nicht einverstanden. Und im Gegensatz zu den anderen hatte er ein wenig mehr Barmherzigkeit gegenüber seinem Bruder als die anderen, wobei er auch nicht viel besser war. Einer von ihnen, er sagte, tötet Yusuf nicht, sondern werft ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs. So werden ihn schon einige der Reisenden auflesen, wenn ihr doch etwas tun wollt. Ihr wollt ihn doch nur loswerden, damit uns die Liebe unseres Vaters gehört. Deshalb werft ihn einfach in den Brunnen und so haben wir das Problem gelöst. Dies haben sie dann auch gemacht. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني
تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون Sie sagten, O unser Vater, warum vertraust du uns Yusuf nicht an? Wir werden ihm wahrlich aufrichtig zugetan sein. Sende ihn morgen mit uns, dass er Spaß und Spiel finde. Wir werden ihn fürwahr behüten. Jakob hatte kein gutes Gefühl bei der Sache und er konnte schlecht sagen, dass er Yusuf nicht mitgehen lassen wird, weil er sich fürchtet, dass sie ihm etwas antun. Denn dies würde ihren Hass und ihren Neid ihm gegenüber, also gegenüber Yusuf, mehren. Und das wollte der Vater nicht. Sie brachten ihn also in eine sehr unangenehme Lage. Jakob sagte, es macht mich fürwahr traurig, dass ihr ihn mitnehmt. Und ich fürchte, dass ihn der Wolf frisst, während ihr seiner unachtsam seid. Als wenn Jakob, Friede sei auf ihm, ohne Absicht ihnen das Argument auf einem Silbertablett lieferte. Deshalb werden die Brüder nachher damit argumentieren, wovor Jakob, Friede sei auf ihm, Angst hatte. Er sagt hier, ich fürchte, dass ihn der Wolf frisst. Was sagen sie dann später? Ihn hat der Wolf gefressen. Und hier ist eine Lehre für uns, dass wir ihnen keine Argumente liefern und es ihnen nicht einfacher machen, indem man ihnen gewisse Sachen offenbart, die sie dann gegen einen nutzen können. Sie sagten, wenn ihn der Wolf fressen sollte, wo wir doch eine ansehnliche Schar sind, dann wären wir fürwahr Verlierer. Die Gelehrten sagten, sobald die Geschwister mit Yusuf alleine waren, schikanierten sie ihn. Der eine schlug ihn, der andere beleidigte ihn. Als sie bei dem Brunnen ankamen, zogen sie ihm das Hemd aus. Und er bat um Hilfe und er versuchte alles. Und trotzdem warfen sie ihn in diesen Brunnen. Dann ließen sie den kleinen Yusuf dort zurück. Einsam und verlassen in diesem Brunnen. Und selbst das Hemd zogen sie ihm aus. Und so musste er die Nacht im finsteren und im düsteren Loch verbringen. Und in der Kälte. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل In der Zeit gingen die Geschwister und sie schlachteten ein Schaf und schmierten das Blut auf das Hemd von Yusuf und am Ende des Tages kehrten sie nach Hause zurück. Als sie sich dem Haus näherten, fingen sie mit dem Geweine und dem Geschrei an, damit es authentischer rüberkommt. Und am Abend kamen sie weinend zu ihrem Vater. Als der Vater das hörte, kam er eilend. Was ist los? Sie sagten, oh, unser Vater, wir gingen, um einen Wettlauf zu machen und ließen Yusuf bei unseren Sachen zurück und da fraß ihn der Wolf. Aber du glaubst uns wohl nicht, auch wenn wir die Wahrheit sagen. Derjenige, der die Wahrheit sagt, braucht weder zu schwören, noch sowas zu sagen. Aber du glaubst uns wohl nicht, auch wenn wir die Wahrheit sagen. Woher willst du wissen, ob ich dir glaube oder nicht? Sie brachten falsches Blut auf sein Hemd. Sie zeigten ihm das Hemd mit dem Blut, welches angeblich das Blut von Yusuf sein sollte. Als Jakob das Hemd sah, sagte er, das muss ein feinfühliger Wolf gewesen sein. Er frisst meinen Sohn, aber das Hemd ist unversehrt. Diese Aussage traf sie wie der Schlag und die einen schauten die anderen an. Und wie war es die Aussage? Es gibt kein perfektes Verbrechen. Er sagte, nein, vielmehr habt ihr euch selbst etwas eingeredet. So gilt es, schöne Geduld zu üben,
Allah ist derjenige, bei dem Hilfe zu suchen ist gegen das, was ihr beschreibt. Sabrun Jamil, sagt Jakob, Friede sei auf ihm, schöne Geduld. Schöne Geduld ist die Geduld, welche ohne Jaza', also ohne Besorgnis und Unruhe ist. Im Gegensatz dazu finden wir in der Sure 15, Vers 85, Fasfah al-Safh al-Jamil, so übe schöne Nachsicht. Wir haben also einmal die schöne Nachsicht und die schöne Geduld. Safh al-Jamil ist die Nachsicht ohne Minna. Und Minna ist istikthar al-Ihsan wal-Fakhr bihi hatta yufsiduhu. Es ist quasi die Güte, womit man prahlt, bis man sie zunichte macht. Ein Beispiel, einer tut dir Unrecht und du sagst, ich vergebe dir. Und Monate vergehen und Jahre vergehen und er erwähnt immer wieder, weißt du noch, als ich dir deinen Fehler vergeben habe? Das ist keine schöne Nachsicht, im Gegenteil. Du hast deine Tat damit zunichte gemacht, dass du ihn ständig vorhältst, ihm vergeben zu haben. Die Geschwister von Yusuf gingen hiernach erneut zum Brunnen, um zu schauen, was mit ihrem Bruder passiert ist. Und wie Allah es wollte, sahen sie aus der Ferne, wie eine Karawane kam und an diesem Brunnen pausierte. Dann schickten sie ihren Wasserschöpfer, also derjenige, der das Wasser schöpfen sollte aus diesem Brunnen. Als er den Eimer hinunterwarf, um damit Wasser zu schöpfen, klammerte sich der kleine Yusuf daran fest. Friede sei auf ihm. Und dann zog er den Eimer hinauf und plötzlich ist an dem Eimer ein kleiner Junge. Dann sah dieser Mann den kleinen Yusuf an und schrie: O frohe Botschaft! Warum freut er sich? Warum freut sich dieser Mann? Weil man ihn auf dem Sklavenmarkt verkaufen konnte. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Reisende kamen vorbei. Sie sandten ihren Wasserschöpfer und er ließ seinen Eimer hinunter. Er sagte, O frohe Botschaft, da ist ein Junge. Sie verbargen ihn als Ware und Allah wusste wohl, was sie taten. Und sie verkauften ihn für einen zu niedrigen Preis, einige gezählte Dirhams. Und sie übten Verzicht in Bezug auf ihn. Die Geschwister von Yusuf, Friede sei auf ihm, sie beobachteten das aus der Ferne. Und als sie sahen, dass sie Yusuf rauszogen, gingen sie dorthin und behaupteten, dass Yusuf ihr Sklave sei. Also verkauften sie ihn. Allah sagte, sie, also die Geschwister, verkauften ihn, Yusuf, für einen zu niedrigen Preis. Einige gezählte Dirhams, gezählt, weil sie so wenige waren. Und haltet euch vor Augen, wir sprechen hier von Dirham, also von Dirham und nicht von Dananir. Denn Dinar ist Gold und Dirham ist Silber. Und ein Dinar sind 1000 Dirham. Sie verkauften ihn für einen zu niedrigen Preis. Sie wussten nicht, welche Stellung dieser Junge bei Allah haben wird. Und hat. Ihnen ging es nicht um das Geld. Sie wollten Yusuf einfach schnellstmöglich loswerden. Und sie hatten Angst, wenn sie den Preis zu hoch ansetzen würden, dass die Karawane einfach weiterzieht, ohne ihn zu kaufen. Also verkauften sie ihn so günstig wie möglich. Ibn Abbas und Ibn Mas'ud und Qatada sagten 20 Dirham und sie teilten sich diese auf, jeder bekam 2. Das heißt, sie verkauften Yusuf, Friede sei auf ihm, für 20 Dirham, für 20 Silbermünzen. Und das ist ein extrem günstiger Preis, mal abgesehen davon, wen sie da verkauft haben. Und diese Karawane kaufte dann Yusuf und sie zogen weiter mit Yusuf, bis sie in Ägypten ankamen. Und sie gingen mit Yusuf auf den Sklavenmarkt. Was wollten sie dort? Sie verkauften ihn als Sklaven. An jenem Tag war auch der Aziz dort. Und der Aziz ist sowas wie ein Minister. Er war dort mit seiner Frau und sie sahen Yusuf, Friede sei auf ihm, mit seinem Gesicht so schön wie der Mond. Und Yusuf gefiel dem Aziz. Und dann sagte der Aziz zu seiner Frau, bereite ihm einen gastfreundlichen Aufenthalt, vielleicht wird er uns nützlich sein, also nützlich, wie der Bedienstete einem nützlich ist, oder nehmen wir ihn als Kind an, weil sie selber keine Kinder hatten. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك
مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Und derjenige aus Ägypten, der ihn gekauft hatte, sagte zu seiner Frau: Bereite ihm einen gastfreundlichen Aufenthalt. Vielleicht wird er uns nützlich sein oder nehmen wir ihn als Kind an. So verliehen wir Yusuf eine feste Stellung im Land und wir wollten ihm etwas von der Deutung der Träume lehren. Und Allah ist seine Angelegenheit überlegen, aber die meisten Menschen wissen nicht. Ibn Mas'ud sagte in einer Überlieferung, dass drei Leute die beste Farasa hatten. Afras Nas Thalatha. Die Leute mit der besten Firasa sind drei. Der Aziz in Bezug auf Yusuf, als er zu seiner Frau sagte, bereite ihm einen gastfreundlichen Aufenthalt. Vielleicht wird er uns nützlich sein. Und die Tochter von Shu'aib, Friede sei auf ihm, als sie zu ihrem Vater sagte, über Musa, Friede sei auf ihm, O unser Vater, stelle ihn ein. Und hier gibt es Meinungsverschiedenheit, ob das der Prophet Shu'aib ist oder ein anderer Shu'aib. Als die Tochter zu diesem Shu'aib sagte, O mein Vater, stell diesen Mann ein. Ja, und sie meinte damit Musa. Das ist die zweite Person. Und die dritte ist Abu Bakr in Bezug auf Umar, Allahs Wohlgefallen, auf ihnen. Als er ihn zum Khalifen erklärte. Diese drei Leute, der Aziz in Bezug auf Yusuf, die Tochter von Shu'aib in Bezug auf Musa und Abu Bakr in Bezug auf Umar. Weiter heißt es, und derjenige, in deren Haus er war, versuchte ihn zu verführen. Die Frau des Aziz hieß Suleicha. Und diese Frau wollte Yusuf verführen. Und die Gelehrten erwähnten, dass Yusuf, Friede sei auf ihm, zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt war. Jeder 17-jährige Junge, oder jeder, der schon älter ist, er weiß, was das für eine harte Zeit ist als unverheirateter Mann. Und die Frau des Aziz verfiel der Schönheit Yusufs. Und zudem war Yusuf ihr Sklave oder ihr Bediensteter. Das heißt, Yusuf stand in ihrem Dienst. Allah hat uns die Lösung für dieses Problem mitgeteilt. Die Lösung für diese Tragödie ist, den Blick zu senken. Möge Allah uns zu jenen machen, die ihren Blick senken. Und das ist reiner für die Herzen. Hätte die Frau des Aziz ihre Blicke gesenkt, dann wäre dies niemals so weit gekommen. Dieser Ratschlag ist so wichtig in der heutigen Zeit. Möge Allah es uns einfach machen, die Blicke zu senken. Wenn der Mensch in so eine Fitna gerät, dann sollte er seine Blicke senken und sein Herz reinigen, um seinen Schambereich zu schützen und dass er, also Allah, ihm das Erlaubte lieb macht und das Verbotene verhasst macht. Aber das, was man sieht, ist, dass die Leute sagen, ich halte es schon aus oder ich kann mich kontrollieren. Und am Ende überschreiten sie die Grenzen und bereuen es, weil sie meinten, dass sie sich schon kontrollieren können. Und wie oft hat man das gehört, diese ganzen Aussagen? Man muss sich hier nur die Statistiken ansehen, um zu begreifen, dass das System, das liberale System, was hier vorherrscht, nicht funktioniert. Die Ehen zerbröckeln. Fremdgehen wird mittlerweile nur noch Seitensprung genannt. Da beginnt das schon. Das ist nichts Schlimmes mehr, das passiert jedem. Dass Familien dadurch leiden, dass Kinder depressiv aufwachsen, das ist alles egal. Wir können uns alle kontrollieren und wir sehen die Ergebnisse. Ich meine, guckt euch die Statistiken an. Die Statistiken sprechen gegen eure Lebensweise und sprechen ganz klar für das, was Allah gesagt hat. Und Allah weiß, wie der Mensch funktioniert. Er hat uns erschaffen. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Weiter heißt es, und derjenige, in deren Haus er war, versuchte ihn zu verführen. Sie schloss die Türen ab. Sie rief Yusuf also, was ganz normal war, da Yusuf ihr Bediensteter war, und es wurde gesagt,
dass sie 7 Türen abschloss, eine nach der anderen, denn sie lebte in einem Palast und war von der Elite Ägyptens, also würde sie viele Zimmer haben und ein riesiges Zuhause. Sie rief Yusuf und er kam, Friede sei auf ihm. Dann schloss sie die erste Tür ab und dann die zweite und immer so weiter, bis gesagt wurde, dass sie 7 Türen abschloss. Woher weiß man, dass diese Frau wunderschön gewesen sein muss? Mehrere Sachen, die darauf hinweisen. Erstens war sie die Frau des Aziz und dieser würde mit Sicherheit keine zweitrangige Frau nehmen und keine unattraktive Frau. Zweitens sagt Yusuf, Friede sei auf ihm, später, und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen und zu den Toren gehören oder und zu den Unwissenden, zu den Juhal gehören. Wenn sie unattraktiv gewesen wäre, wäre es einfach, dieser Fitna zu entkommen. Aber das, was es doch so unglaublich schwer macht, war, dass sie ihn als Bediensteten besaß und ihm Befehle gab. Und zudem war sie von edler Abstammung und von der Elite. Und hinzu kommt noch, dass diese Frau extrem attraktiv gewesen sein muss. Denn die Prüfung liegt ja genau darin, wenn die Frau attraktiv ist. Wenn sie unattraktiv ist, dann ist es keine große Prüfung, wenn du dich ohnehin nicht zu ihr hingezogen fühlst. Und das ist unter anderem auch einer der 7, die im Schatten vom Thron Allahs einen besonderen Platz kriegen am Tag der Auferstehung. Dass er von einer attraktiven, noblen Frau zur Fahisha eingeladen wird, zur Sinna, und er sagt, ich fürchte Allah, und nicht umsonst wird diese Tat so extrem belohnt. Diese Frau macht sich zudem noch schön. Sie kleidet sich, wie man sich für den Ehemann kleiden würde. Und sie schließt alle Türen ab. Und dann setzt sie sich auf ihr Bett in ihrem Zimmer und dann sagt sie, da bin ich für dich. Das sagt sie zu Yusuf. Sie verlangt von ihm das Abscheuliche. Sie verlangt von ihm, dass er mit ihr Sinna macht, diesem edlen Propheten. Was war Yusufs Reaktion? Er sagte, Allah schütze mich davor. Er, mein Herr, hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohlergehen. Und mit er, mein Herr, ist entweder Allah der Erhabene gemeint, oder aber Yusuf, Friede sei auf ihm, meinte den Aziz. Denn Rabbi wird im Arabischen auch für mein Herr, also mein Sayyid, im Sinne von mein Besitzer verwendet. Wenn er damit den Aziz meinte, dann sagte er quasi, dein Ehemann hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Wie kann ich ihm dann diese Ungerechtigkeit antun? Was kannst du ihm Schlimmeres antun, als mit seiner Frau zu schlafen? Möge Allah uns bewahren und unsere Familien schützen. Er gab mir ein Zuhause und er kleidete mich. Er speiste mich nach Allah dem Erhabenen. Wie könnte ich ihn dann betrügen mit seiner Ehefrau? Weiter heißt es verlangte sie nach ihm und es hätte ihn nach ihr verlangt, wenn er nicht den Beweis seines Herrn gesehen hätte. Dies geschah, damit wir das Böse und das Schändliche von ihm abwendeten, denn er gehörte ja zu unseren auserlesenen Dienern. In einer Lesart heißt es Mukhlisin und in der anderen Mukhlasin. Was ist der Unterschied? Das eine würde bedeuten, er gehört ja zu unseren auserlesenen Dienern und das andere, er gehört ja zu unseren aufrichtigen Dienern. Jemand, der Ikhlas hatte. Und das ist ein großes Lob für Yusuf, Friede sei auf ihm, vom Herrn der Welten. Und demzufolge lernen wir auch hieraus, dass die Aufrichtigkeit Früchte mit sich bringt. Unter anderem diese. Weiter heißt es verlangte sie nach ihm. Und in dem Vers, es verlangte sie nach ihm und es hätte ihn nach ihr verlangt, wenn er nicht den Beweis seines Herrn gesehen hätte. Hier gibt es mehrere Interpretationen. Was ist hiermit, es verlangte sie nach ihm gemeint? Einige sagten, es verlangte ihn nach ihr, sie zu schlagen. Also das Verlangen war hier, sie zu schlagen. Aber Allah erwähnte dann, dass er von ihm das Böse und das Schändliche abwendete. Und das Schlagen fällt nicht unter As-Su und Al-Fahsha. Und das, was für mich am zutreffendsten erscheint, und Allah weiß es am besten, ist das, was Al-Barawi sagt in seinem Tafsir. Er erwähnt dort, dass es sich um eine Art Selbstgespräch handelt, welche man mit sich selber führt. Hadith al-Nafs nennt man das. Er unterließ es um Allahs Willen und dafür wird man belohnt. Er bekommt die volle Belohnung für die Unterlassung, wie wir es im Hadith erfahren. Das heißt, bevor du die Sünde machst, hast du eine Art Selbstgespräch mit dir selber. Dieses Selbstgespräch ist damit gemeint, laut dem Tafsir von Al-Barawi. Demzufolge hatte Yusuf, Friede sei auf ihm, eine Art Hadith al-Nafs. Und er unterließ diese Sünde um Allahs Willen. Er entfernte sich von der Sünde. Und das ist der Moment, wo es im Hadith heißt, dass man dafür belohnt wird. Das ist damit gemeint. Okay, aber was ist mit dem Beweis gemeint? Es gibt hierzu viele Aussagen. Und einige sagten, dass er das Bild seines Vaters Jakob sah.
andere, dass er das Bild des Königs sah und so weiter. Aber das, worauf sich der Koran beschränkt, ist, dass Yusuf einen Beweis sah, der ihn davon abhält. Und die Spezifizierung, was dieser Beweis genau ist, ist von den Israeliyat, also von den Schriften der Juden und der Christen, welche wir nicht bestätigen und welche wir nicht leugnen. Und wir sind nicht im Bedarf dieser Spezifizierungen. Deshalb sagen wir, Fakt ist, Yusuf sah einen Beweis von seinem Herrn und Allah der Erhabene teilte uns nicht mit, was dieser Beweis genau war. Und warum? Weil er zu den auserlesenen Dienern gehörte und in einer anderen Leseart, weil er zu den aufrichtigen Dienern gehörte. Und im Übrigen, in den Schriften der Juden und der Christen wird erwähnt, dass Yusuf, Friede sei auf ihm, so weit gegangen sein soll, dass er die Schnur an seiner Hose löste und Ibn Kathir, Allah erbarme sich seiner, er tat in seinem Tafsir etwas Ausgezeichnetes. Und zwar vermied er es, diese Sachen zu erwähnen, diese Details, welche von einigen der rechtschaffenen Vorfahren erwähnt wurden, denn diese Sachen stammen von den Leuten der Schrift. Und sie neigen sehr oft dazu, die Propheten in ein schlechtes Licht zu stellen. Und es ist unfassbar, was die Propheten alles in der Bibel gemacht haben. Und die Propheten sind weit, weit entfernt von diesen Abscheulichkeiten, die in der Bibel beschrieben werden, die diese Propheten angeblich gemacht haben sollen. Und deshalb ist es am besten, solche Sachen gar nicht erst zu erwähnen, weil es weit, weit entfernt von der Wahrheit ist. Und diese Propheten sind frei von dem, was sie ihnen zuschreiben. Und das sind die Besten der Menschen. Wie könnten sie so etwas machen, wenn teilweise rechtschaffene Menschen nicht einmal sowas machen? Die weder Propheten sind, noch Sahaba sind, noch sonst irgendetwas. Wenn diese schon nicht diese Sünden machen, wie können dann Propheten fremdgehen und Zina begehen? Und bei Allah suchen wir Zuflucht vor diesen Lügen, die wir in ihren Büchern finden über diese ehrenvollen Propheten. Demzufolge ist der Beweis nicht spezifiziert worden. Allah erwähnt nicht, was dieser Beweis war. Und wäre es für uns unbedingt vonnöten gewesen, dann hätte Allah der Erhabene es erwähnt. Als dieses Szenario nun stattfand und Yusuf sich abwendete, versuchten beide, so schnell es geht, zur Tür zu gelangen. Nach diesem Angebot versuchte Yusuf, Friede sei auf ihm, zu fliehen. Und sie wollte ihn aufhalten. Sie hielt ihn also fest, aber er floh so schnell, sodass das Hemd von hinten riss. Zudem wollte die Frau des Aziz Yusuf festhalten, damit er sie nicht bloßstellt. Und das Hemd riss von hinten und in diesem Moment wurde die Tür geöffnet. Und derjenige, der die Tür öffnete, war der Aziz, der Ehemann dieser Frau. Und hier sieht man die List und das heimtückische Verhalten einiger Frauen. Im selben Atemzug drehte sie die ganze Geschichte. Sie zerriss ihm von hinten das Hemd und sie fanden ihren Herrn bei der Tür vor. Sie sagte, der Lohn dessen, der deiner Familie Böses antun wollte, also die Fahisha, Zina, ist nur, dass er ins Gefängnis gesteckt wird oder schmerzhafte Strafe. Yusuf, Friede sei auf ihm, wollte die Sache eigentlich gar nicht erwähnen. Und er wollte sie verschleiern, um sie nicht bloßzustellen. Aber sie begann es öffentlich zu machen und stellt sich als das Opfer dar. Aber da sie es selbst öffentlich gemacht hat und die Tatsachen verdreht hat, hat Yusuf, Friede sei auf ihm, das Recht, sich zu verteidigen. صدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن كيدكن عظيم يوسف
أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Er sagte, sie war es, die versucht hat, mich zu verführen. Und ein Zeuge aus ihrer Familie, also aus der Familie der Frau, bezeugte, wenn sein Hemd von vorn zerrissen ist, dann hat sie die Wahrheit gesprochen und er gehört zu den Lügnern. Denn wenn Yusuf, Friede sei auf ihm, sie wirklich vorgehabt hätte zu vergewaltigen, dann kann er das schlecht mit dem Rücken zu ihr tun. Demzufolge hätte das Hemd von vorne zerrissen sein müssen. Wenn sein Hemd aber hinten zerrissen ist, dann hat sie gelogen und er gehört zu den Wahrhaftigen. Als er nun sah, dass sein Hemd hinten zerrissen war, sagte er, das gehört zu euren Listen, eure List ist gewaltig. Eure, also die der Frauen, und das sind die Worte des Aziz. Und die List ist eine Art Intrige, eine Täuschung. Der Aziz sagte dann zu Yusuf, Yusuf, lasse davon ab. In anderen Worten, vergiss, was passiert ist und lasse diese Sache ruhen. Dann sagte er zu seiner Frau, und du, jene, bitte um Vergebung für deine Sünde. Du gehörst ja zu denjenigen, die Verfehlungen begangen haben. Und die Gelehrten sagten, dass die Leute Ägyptens zu jener Zeit Götzen anbeteten, aber glaubten, dass derjenige, der die Sünden vergibt, Allah der Erhabene ist. Und die Tatsache, dass der Aziz seine Frau ständig mit Yusuf alleine gelassen hat, deutet auf eine Sache hin, und zwar, dass er eine Form der Diyatha in sich trug. Und das ist das, was Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Allah erbarme sich seiner, sagte. Nämlich, dass er ein Problem hatte in Bezug auf seine Eifersucht. Und der anscheinend kein Problem damit hatte, dass seine Frau alleine mit Männern ist. Und Allah weiß es am besten. Am Ende gelangte diese Nachricht nach draußen. Und dies ist meistens der Fall in Häusern, wo es Hausdiener gibt. Und deswegen sollte der Mensch, wenn er solche Hausbedienstete hat, darauf achten, dass sie nicht ins Schlafzimmer kommen. Denn das ist das Reich der Frau und sie sollte sich selbst um die Sachen dort kümmern. Denn der Islam legt extremen Wert auf die Privatsphäre der beiden Ehepaare. Und das alles, was diese beiden angeht, wie der Geschlechtszwecke und so weiter, sind grundsätzlich sehr streng und geheim zu behandeln. Und es gibt Überlieferungen über jene, die ihre Geschichten aus dem Schlafzimmer erzählen. Und sie sind wie Shayatin. Und es ist eine abscheuliche Sache und strengstens verboten im Islam. Obwohl der Aziz dafür sorgte, dass diese Nachricht sich nicht verbreitete, verbreitete sich die Nachricht und möglicherweise über die Diener, welche im Haus arbeiteten und das mitbekamen, und Allah weiß es am besten. Diese Nachricht verbreitete sich und die anderen Frauen, welche ebenfalls von der Elite waren, nämlich die Frauen der Reichen und der Mächtigen, hörten davon. Und meistens ist es so, dass diese Frauen einen enormen Konkurrenzkampf führen und sie beneiden einander. Und die Frau des Aziz war diesen Frauen immer überlegen. Denn sie ist die Frau des Aziz. Und sie waren hierarchisch gesehen unter ihr, weshalb jede noch so kleine Chance genutzt wurde, um ihre Fehler aufzuzeigen, damit sie dadurch absteigt. Als diese Geschichte zu ihnen gelangte, sahen sie darin eine einmalige Chance. Eines Tages hatten diese Frauen ein Treffen. Ein Frauentreff, wo man redet und tratscht und lacht. Wisst ihr schon das Neueste? Die Frau des Aziz versuchte ihren Burschen und ihren Sklaven zu verführen. Im Koran heißt es: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ. Einige Frauen der Stadt sagten, die Frau des hohen Herrn versucht ihren Burschen zu verführen. Sie versuchte ihn zu verführen und obendrauf ist er ihr Sklave. Was ist das für ein Niveau? Er hat sie in leidenschaftliche Liebe versetzt. Wir sehen wahrlich, sie befindet sich in deutlichen Irrtum. Dieses Gerede der Frauen erreichte dann auch die Frau des Aziz. Als sie das dann hörte, plante sie etwas. Als sie nun von ihren Ränken hörte, sandte sie zu ihnen und bereitete ihnen ein Gastmahl. Sie lud sie dann zum Essen ein und sie legte ihnen Früchte vor. Es heißt, dass es die Utruj war, die Zitronat-Zitrone. Dies legt die Frau des Aziz ihnen bewusst vor. Sie legt ihnen keine Weintrauben, Äpfel oder Bananen vor.
Früchte, die man auch ohne das Schneiden verzehren konnte, sondern bewusst legte sie die Zitronat-Zitrone vor. Zudem wurden diese Frauen auch Messer serviert, damit sie sie schneiden konnten. Die Frau des Aziz befahl Yusuf, sich schön und schick zu machen. Und Yusufs Gestalt raubte einen den Atem, ohne dass er sich schön macht. Aber wenn er dann noch die besten Kleider anzog und sich schick machte, was würde dies dann mit diesen Frauen machen? Die Frau des Aziz gab der Dienerin den Befehl, wenn sie das Zeichen gibt, soll sie Yusuf hineinlassen. Und Yusuf wusste nicht, was sie vorhatte. Er ist ihr Sklave und macht, was sie sagt. Und sie sagte ihrer Dienerin, dass sie auf jeden Fall darauf achten solle, dass Yusuf sein Gesicht nicht verschleiert. Denn die Gelehrten sagten, dass Yusuf nach der Geschichte mit der Frau des Aziz sein Gesicht verschleierte, wenn er in irgendwelchen Versammlungen war, von der Frau des Aziz insbesondere, dann verschleierte er sein Gesicht, damit er die Tür der Fitna schließt. Und Allah weiß es am besten. Die Frau des Aziz saß dann mit diesen Frauen. Und als sie anfingen, die Frucht zu schneiden, gab die Frau des Aziz ihrer Dienerin den Befehl, Yusuf reinzulassen, damit er diese Frauen bedient. Sie gab einer jeden von ihnen ein Messer und sagte zu Yusuf, komm zu ihnen hinaus. Als Yusuf das Zimmer betrat, richteten sich alle Blicke auf ihn. Allah sagt, فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَآهُ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Als sie ihn sahen, fanden sie ihn großartig. Und sie zerschnitten sich ihre Hände und sagten, Allah behüte, das ist kein Mensch, das ist nur ein ehrenvoller Engel. Das kann kein Mensch sein. Yusuf muss ein Engel sein. Ein Mensch kann unmöglich so schön sein. Während sie Yusuf bestaunten, schnitten sie sich in die Hände. Und eine Frau ist im Normalfall zärtlich und wenn sie sich in die Hände schneidet, würde sie sofort aufschreien. Aber Yusufs Erscheinung benebelte sie förmlich. Sie verloren vollkommen die Fassung und nahmen nichts mehr wahr außer ihn. Keinen Schmerz, nicht einmal das Blut nahmen sie wahr, was ihren Händen hinunterfloss. Nur ihn alleine. Und der Koran gibt einem Menschen ein wundervolles Bild von dem, was passiert ist. Wie schön muss Yusuf gewesen sein, sodass diese Frauen keinen Schmerz mehr verspürten. Die Frau des Aziz war diesen Anblick gewohnt. Und sie schaute auf die Frauen. Passt auf eure Hände auf. Dann sagte sie, seht, das ist der, dessen wegen ihr mich getadelt habt. Ich habe allerdings versucht, ihn zu verführen, doch er widerstand. Und wenn er nicht tut, was ich ihm befehle, wird er ganz gewiss ins Gefängnis gesteckt werden und er wird ganz gewiss zu den Geringgeachteten gehören. Bis zu diesem Zeitpunkt bestand die Frau des Aziz darauf, dass Yusuf mit ihr das Abscheuliche begeht. Nach der Erniedrigung, nachdem ihr Ehemann dies mitbekam, nach all dem beharrt sie darauf, dass Yusuf mit ihr das Abscheuliche begeht. Und die Gelehrten erwähnten sogar, dass diese Frauen anfingen, Yusuf zu motivieren, mit ihr das Abscheuliche zu begehen. Was für eine Fitna für Yusuf, Friede sei auf ihm. Und nach der Fitna der Frau gibt es keine weitere Fitna. Und deswegen sagte der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, in der Überlieferung, die sowohl im Bukhari als auch im Muslim überliefert wird, مَا تَرَكْتُ بَعْدِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. Ich habe nach mir keine größere Fitna hinterlassen, die gefährlicher für die Männer ist als die Frauen. Es heißt im Koran weiter, قَالَ
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين Er sagte, also Yusuf, mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich auffordern. Es wurde gesagt, dass plötzlich all diese Frauen Yusuf verführen wollten. Das erwähnt unter anderem Al-Barawi in seinem Tafsir. Und es wurde auch gesagt, hätte Yusuf nicht gesagt, das Gefängnis ist mir lieber, dann würde er nicht mit dem Gefängnis geprüft werden. Und das, was der Mensch eher tun sollte, ist es, Allah nach Al-Afi, also Allah um Unversehrtheit zu bitten. Und Allah weiß es am besten. Und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen, und zu den Toren gehören. Da erhörte ihn sein Herr und wendete ihre List von ihm ab, er ist ja der Allhörende und Allwissende. Hierauf schien es ihnen angebracht, also dem Aziz und seinen Gefährten, nachdem sie die Zeichen seiner Unschuld gesehen hatten, und die Zeichen seiner Unschuld sahen sie, als das mit dem Reißen des Hemdes passiert ist. Sie sahen es also als angebracht, ihn für eine gewisse Zeit ins Gefängnis zu stecken. Und hier gibt es mehrere Aussagen. Ata sagte, für eine gewisse Zeit, bis die Leute aufhören, darüber zu sprechen, denn die Nachricht verbreitete sich in ganz Ägypten. Ikrima sagte, sie sperrten ihn für 7 Jahre ein. Al-Kelbi sagte, für 5 Jahre. Und dadurch, dass sie Yusuf einsperrten, konnten sich ihm die Frauen nicht mehr nähern und zudem wurde damit signalisiert, dass Yusuf der Schuldige in der Geschichte ist. Als Yusuf dann ins Gefängnis kam, wurde sein wunderschöner Charakter und seine Gottesdienste von seinen Mitinsassen wahrgenommen. Mit ihm kamen 2 junge Männer ins Gefängnis. Einmal der Weinschenker des Königs und der Bäcker des Königs. Und es wurde gesagt, dass ihnen vorgeworfen wurde, den König zu vergiften. Der König hieß Ar-Rayyan ibn al-Walid und er war der König von Ägypten. Diese beiden, sie waren jetzt mit Yusuf, Friede sei auf ihm, in einer Zelle. Und sie waren überwältigt von Yusufs Rechtschaffenheit, denn sie sahen, was er für Gottesdienste praktizierte in der Zelle. Eines Tages hatten diese beiden einen Traum. Der eine von ihnen sagte, ich sah mich Wein auspressen. Der andere sagte, ich sah mich auf dem Kopf Brot tragen, in einer Art Korb, von dem die Vögel fraßen. Tue uns die Deutung hiervon kund, wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Aber bevor er ihnen den Traum interpretierte, rief er sie zu Allah, den Erhabenen, und zur Anbetung des Einen, der als Einziger das Recht hat auf Anbetung. نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Er sagte: Es wird euch kein Essen gebracht, mit dem ihr versorgt werdet, ohne dass ich euch die Deutung davon kundgetan habe, bevor es euch gebracht wird. Seht, das ist etwas von dem, was mich mein Herr gelehrt hat. Verlassen habe ich das Glaubensbekenntnis von Leuten, die nicht an Allah glauben, und verlassen habe ich sie, die sie das Jenseits verleugnen. Und ich bin dem Glaubensbekenntnis meiner Väter Ibrahim, Ishaq und Jakob gefolgt. Es steht uns nicht zu, Allah etwas beizugesellen. Das ist etwas von Allahs Huld gegen uns und gegen die Menschen, aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. O meine beiden Gefängnisgefährten, sind verschiedene Herren besser oder Allah, der eine der Allbezwinger? Ihr dient außer ihm nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah jedoch keine Ermächtigung herabgesandt hat. Das Urteil ist allein Allahs. Er hat befohlen, dass ihr nur ihm dienen sollt. Das ist die richtige Religion, aber die meisten Menschen wissen nicht. Wir sehen hier Yusuf, Friede sei auf ihm, er nutzte die Situation. Diese beiden wollten etwas von Yusuf. Und Yusuf konnte ihnen das geben, was sie von ihm verlangten. Und er nutzte diese Situation aus, wo er derjenige ist, von dem sie etwas wollen, und rief sie zu Allah. Er sagte, ja, ich gebe euch das, was ihr wollt, aber es gibt noch etwas, was viel wichtiger ist. Und zwar die Anbetung zu Allah, dem Erhabenen. Und ist Allah nicht besser, der eine, als verschiedene Götter und das, was sie neben Allah dienen? Es sind nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter. Aber das, was Allah befohlen hat, ist, dass ihr ihm alleine dienen sollt. Und das ist der reine Tauhid, zu dem Yusuf hier aufruft, Friede sei auf ihm. Dann aber widmete er sich ihrem Anliegen, nachdem diese wichtige Botschaft übermittelt wurde. Und in dieser Situation sind diejenigen viel aufnahmefähiger, wenn sie etwas von dir wollen. Deshalb ist jeder Muslim, der in so eine Situation kommt, angehalten von dem Beispiel Yusufs, Friede sei auf ihm, zu profitieren und es ihm nachzumachen. Dann gab Yusuf ihnen, was sie wollten, und zwar die Interpretation. Ja, sahibe, is-sijni, amma ahadukuma fayasfi rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Er sagte, meine beiden Gefängnisgefährten, was den einen von euch angeht, so wird er seinem Herrn Wein zu trinken geben. Was aber den anderen angeht, so wird er gekreuzigt. Und die Vögel werden von seinem Kopf fressen. Entschieden ist die Angelegenheit, über die ihr um Auskunft fragt. Yusuf sagte dann zu dem, von dem er glaubte, dass er freigelassen wird, erwähne mich bei deinem Herrn. Inwiefern soll er ihn erwähnen? Sag, hier ist einer im Gefängnis, der unschuldig ist. Aber was passierte dann?
Weiter heißt es, aber der Satan ließ ihn vergessen, ihn bei seinem Herrn zu erwähnen. Und so blieb er noch einige Jahre im Gefängnis. Und einige Jahre im Arabischen, Bida'a-Sinin, ist eine Zahl von 3 bis 9. Und es gibt mehrere Aussagen hierzu. Und eine davon ist, dass 7 Jahre gemeint sind. Und Allah weiß es am besten. Yusuf verweilte dann für eine lange Zeit im Gefängnis. Eines Tages sah der König Ägyptens einen Traum. Dieser Traum wird im Koran beschrieben. وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Und der König sagte, ich sah 7 fette Kühe, die von 7 mageren gefressen wurden, und 7 grüne Ähren und 7 andere Dürre. O ihr führende Schar, gebt mir Auskunft über mein Traumgesicht, wenn ihr ein Traumgesicht auslegen könnt. Der König, er sah also einen Traum. Und dieser Traum, er ließ ihn nicht in Ruhe. Also ging er zu den Leuten, die um den König herum sind und die ihm Ratschläge geben, etc. Und er sagte zu ihnen, interpretiert mir diesen Traum. Die Nahestehenden des Königs, sie hatten keine Ahnung davon und sie konnten diesen Traum nicht interpretieren. Was sagten sie also? Das ist ein Bündel von wirren Träumen. Sie haben keine Ahnung von der Traumdeutung. Hätten sie lieber gesagt, wir wissen es nicht. Aber sie wollten ihm eine Antwort geben, denn es ist der König und sie möchten, dass er zufrieden ist mit ihnen. Und sie möchten nicht als ahnungslose Menschen dastehen. Also sagen sie, es ist ein Bündel von wirren Träumen. Also es hat gar keine Bedeutung, mach dir keine Sorgen. Denn sie haben Angst, dass der König sie als unfähig deklariert und dort ohne eine Antwort zu stehen, ist natürlich schlecht für den Ruf vor dem König. Also wollen sie in irgendeiner Weise antworten. Dann sagten sie einfach, um sich aus dieser Situation zu befreien, das sind wirre Träume. Nimm diesen Traum gar nicht ernst. Da war aber noch derjenige, der mit Yusuf in der Zelle war. Derjenige, dem Yusuf sagte, dass er ihn bei seinem König erwähnen soll. Er erinnerte sich nach all der Zeit an Yusuf. Warum? Weil der König einen sucht, der seinen Traum interpretieren kann. Und er wusste, dass Yusuf Träume interpretieren kann. Und er möchte natürlich auch den König beeindrucken. Was passierte dann? Derjenige von beiden, der entkommen war und sich nach einiger Zeit erinnerte, sagte, ich werde euch seine Deutung kundtun, darum entsendet mich. Hier sei angemerkt, dieser Mann, er sagte nicht, ich kenne jemanden, der diesen Traum interpretieren kann, sondern er sagte, ich werde seine Deutung kundtun. Warum? Weil er als Held dastehen wollte. Sie schickten ihn dann und der Mann kam im Gefängnis an. Und wen traf er nach all den Jahren? Yusuf, Friede sei auf ihm, der von ihm verlangte, dass er ihn bei seinem Herrn erwähnen solle. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن
يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Er sagte dann: Yusuf, du Wahrhaftiger, gib uns eine Auskunft über 7 fette Kühe, die von 7 mageren gefressen werden, und über 7 grüne Ähren und 7 andere Dürre, auf das ich zu den Leuten zurückkehre, auf das sie wissen mögen. Hier ist es interessant, denn dieser Mann hat gar nicht erwähnt, dass es sich um den Traum des Königs handelt. Denn warum erwähnte er das nicht? Denn er hatte Angst, dass wenn Yusuf hiervon erfährt, dass es sich um den Traum des Königs handelt, dass er sich diese Situation zugute machen will. Und so würde dieser Mann nicht mehr als der Held dastehen, sondern Yusuf. Und zudem kommt noch, dass Yusuf ihn vor einigen Jahren gesagt hat, erwähne mich bei deinem Herrn, erwähne mich dort. Und er hat es vergessen, Yusuf hätte also jedes Recht gehabt, wütend zu sein. Er hat mich nicht beim König erwähnt und er vergaß mich. Und plötzlich kommt er nach Jahren und er verlangt sogar von mir, dass ich einen Traum interpretiere. Da hat er sich wieder an mich erinnert. Das ist wahrscheinlich der Moment, wo jeder von uns ihn den Rücken kehren würde und sagen würde, kannst du vergessen, dass wir diesen Traum interpretieren. Yusuf, Friede sei auf ihm, er hätte sagen können, ich interpretiere den Traum erst, wenn ich hier rauskomme. Oder ich interpretiere den Traum erst, wenn ich so und so viel Gold bekomme. Er hätte die Situation ausnutzen können. Und er wusste, wenn er extra hinkommt, um sich einen Traum interpretieren zu lassen, dann muss es sich um was Wichtiges handeln. Man hätte also diese Situation wunderbar ausnutzen können. Insbesondere, da Yusuf unschuldig im Gefängnis saß. Aber sofort und ohne irgendeine Bedingung zu stellen, interpretierte Yusuf, Friede sei auf ihm, diesen Traum. Ohne eine einzige Bedingung zu stellen. Ohne zu sagen, du hast mich vergessen, du hast mich all die Jahre hier zurückgelassen und jetzt verlangst du von mir, dass ich diesen Traum interpretiere? Aber Yusuf, Friede sei auf ihm, ist viel zu edel und viel zu nobel für all das. Sofort interpretierte er den Traum. Er sagte, ihr werdet unablässig 7 Jahre wie gewohnt sehen. Was ihr erntet, das lasst in seinen Ähren. Also die Körner, wenn man sie abmacht, dann verderben sie eher. Deswegen sollen sie sie dran lassen. Bis auf ein weniges, wovon ihr esst. Hierauf werden nach alledem 7 harte Jahre kommen, die das aufzehren werden, was ihr für sie vorbereitet habt, bis auf ein weniges von dem, was ihr aufbewahrt. Das heißt, die ersten 7 Jahre werden segensreich sein. Pflanzt also in diesen 7 Jahren viel an und hebt es auf. Legt es beiseite für die danach folgenden 7 schweren Jahre. Hierauf wird nach all dem ein Jahr kommen, in dem die Menschen Regen haben und in dem sie Früchte auspressen werden, weil die Früchte in diesem Jahr so viele sein werden. Und dieses Jahr wurde im Traum gar nicht erwähnt. Woher wusste Yusuf, Friede sei auf ihm, über dieses eine Jahr Bescheid, über die Offenbarung? Und Allah weiß es am besten. Nachdem Yusuf, Friede sei auf ihm, den Traum interpretiert hat, ging der Weinschenker des Königs zurück und er erzählte ihm davon. Und der König, er war verblüfft. Was für eine weise, genaue, eindeutige Interpretation! Die Person, die diesen Traum interpretierte, gehört unmöglich ins Gefängnis. Sein Platz sollte hier im Palast sein, als Ratgeber. Die ganzen Ratgeber konnten diesen Traum nicht interpretieren, aber dieser Mann, der im Gefängnis sitzt, er konnte es bis ins kleinste Detail. Und der König sagte, bringt ihn zu mir. Ich will ihn hier bei mir im Palast haben. Denn dieser Mann ist ein Juwel. Wir brauchen ihn hier bei uns. Er muss mit uns die wichtigen Entscheidungen des Landes treffen. Denn so einen Mann benötigen wir hier bei uns. النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Dann schickte er den Boten, damit er Yusuf bringt. Als der Bote dann dort ankam, sagte Yusuf zu ihm, kehr zurück zu deinem Herrn und frag ihn, wie es mit den Frauen steht, die sich ihre Hände zerschnitten. Mein Herr weiß doch über ihre List Bescheid. Schaut euch den Stolz Yusufs an, Friede sei auf ihm. Er hat jetzt die Möglichkeit rauszukommen.
Und trotzdem bleibt er im Gefängnis, weil er erst einmal verlangt, dass jedem klar wird, dass er nicht schuldig gewesen ist. So werde ich ganz bestimmt nicht aus dem Gefängnis gehen. Ich kam unschuldig ins Gefängnis, also werde ich auch unschuldig das Gefängnis verlassen. Ich meine, das ist unglaublich. Erst stellt er keine Bedingung, als der Weineinschenker des Königs kam, der ihn vergessen hat und von ihm etwas verlangte, stellte er keine Bedingung und gab ihm das, was er von ihm wollte. Dann kommen sie wieder und sie sagen, komm raus, wir wollen dich im Palast. Und er sagt, nein, nein, ich will hier nicht so rauskommen. Wenn ich hier rauskomme, dann komme ich als Unschuldiger raus. Und ich komme so raus, wie ich hier auch reingekommen bin. Als unschuldiger Mann, der nichts verbrochen hat und der nicht verräterisch gegenüber den Aziz gehandelt hat. Er sagte also, geh zurück zu deinem Herrn und frag ihn, wie es um die Frauen steht, die sich ihre Hände zerschnitten. Mehr sagte er nicht. Er erzählte nicht die Geschichte, was passiert ist. Nur das. Alles andere wird der König schon selber rausfinden. Als der Bote dann dem König diese Nachricht überbrachte, informierte er sich und er hakte nach. Er wollte wissen, was meint Yusuf? Was ist da passiert? Und er recherchierte und rief die Leute, bis ihm alles deutlich wurde. Der König wollte Klarheit schaffen. Also rief er sie und er sagte, was war da mit euch, als ihr versuchtet, Yusuf zu verführen? Wer ist die Schuldige in dieser Sache? Sie sagten, Allah behüte, wir wissen nichts Böses gegen ihn anzugeben. Er war immer keusch, rein, ehrenvoll, wunderschön. Er hat nie was verbrochen. Er ist viel zu ehrenvoll dafür, viel zu rein. Und dann sprach die Frau des Aziz. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Die Frau des Hohen Herrn sagte, jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Ich habe versucht, ihn zu verführen. Sie gesteht. Sie gesteht nicht nur vor ihrem Ehemann, sondern sie gesteht vor dem König. Und bei dem König sind höchstwahrscheinlich auch seine ganzen Ratgeber. Und alle wichtigen Leute des Landes sind da. Und sie sagt, ich habe versucht, ihn zu verführen. Schaut, wie Allah der Erhabene selbst nach Jahren die Unschuld von Yusuf ein für alle Mal klar macht. Und wie er die Frau erniedrigt hat, ob früher oder später. Ich meine, die schamhafte Frau, sie schämt sich sogar, das bei ihrem eigenen Ehemann zu sagen, dass ich ihn verführen will oder dass sie mit ihm intim werden möchte. Und wie ist es dann, das vor all diesen Leuten, all diesen hohen Leuten zu sagen? Und dann ist es nicht mal ihr Ehemann, sondern ihr Sklave gewesen, beziehungsweise ihr Bediensteter, den sie verführen wollte als Frau. Sie sagte also, ich habe versucht, ihn zu verführen, und er gehört fürwahr zu den Wahrhaftigen. Dies ist, damit er weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe. Wen meint sie, damit er weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe? Sie meint den Aziz, ihren Ehemann. Denn möglicherweise hat der Ehemann all die Jahre Zweifel an ihr gehabt. Und sie stellt jetzt hier klar, dass sie ihn nicht betrogen hat, damit die Zweifel ein für alle Mal beseitigt werden und dass Allah die List der Verräter nicht gelingen lässt. Und ich spreche mich selbst nicht frei. Die Seele gebietet fürwahr mit Nachdruck das Böse, außer dass mein Herr sich erbarmt, mein Herr ist allvergebend und barmherzig. Und das, was sie hier tut, ist wunderbar. Wenn man eine Sünde begangen hat, dann sollte man Allah um Vergebung bitten. Und sie bereut hier wegen dem, was sie getan hat. Und sie gesteht sich ihren Fehler ein. Und das ist das, was man tun sollte, nachdem der Mensch gesündigt hat. Und der König sagte, bringt ihn zu mir. Ich will ihn mir selbst vorbehalten.
Schaut, wie Allah Yusuf nach all den Prüfungen, die Yusuf exzellent bestand, erhob. Er erhob ihn um Stufen. Vom Gefangenen ist er nun zum Nahestehenden des Königs geworden. Und dies nicht einmal auf eigenen Wunsch, sondern der König höchstpersönlich verlangt nach Yusuf. Der König verlangt nach Yusuf, der in diesem Moment noch im Gefängnis sitzt. Denn das ist der Lohn derjenigen, die gottesfürchtig sind und geduldig die Prüfungen bestehen. Und hier ist eine riesige Lehre für jeden Menschen, der eine schwere Zeit durchmacht und dem Unrecht widerfahren ist und er geduldig bleibt. Vergiss nicht, selbst wenn die Jahre vergehen und du weiterhin in diesem Zustand verweilst, gib die Hoffnung nicht auf. Es war ein jahrelanger Prozess, bis er vom Gefangenen zum Ratgeber des Königs wurde. Und das in einem einzigen Augenblick, nachdem er all die Jahre Prüfungen unterlegen war und sie mit Bravour bestand, kam nun die Erleichterung. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Als der König dann mit Yusuf sprach, sagte er: Du bist von heute an bei uns in fester Stellung und vertrauenswürdig. Was möchtest du, Yusuf? Er sagte: Setze mich über die Vorratskammern des Landes ein. Ich bin ein kenntnisreicher Hüter. Die Vorratskammern des Landes ist ungefähr sowas wie Beitul Mal bei den Muslimen. Es ist eine Art Haus, wo nicht Geld gebunkert wird, sondern das Essen für das Land. Und jemand ist dann verantwortlich für dieses Haus und er verteilt es an die Menschen. Setze mich dort ein, damit ich bestmöglich dazu beitragen kann, dass das Land diese schweren Zeit übersteht. Hierin liegt auch eine Erlaubnis für das Verlangen einer Führungsposition. Mit der Bedingung, dass man von sich selber weiß, vertrauenswürdig zu sein und dass man imstande ist, diese Hürde zu meistern. Und es kann sogar zur Pflicht werden, wenn es keinen anderen gibt, der dieser Aufgabe gewachsen ist, außer man selbst. So verliehen wir Yusuf eine feste Stellung im Land, sodass er sich darin aufhalten konnte, wo immer er wollte. Wir treffen mit unserer Barmherzigkeit, wen wir wollen, und wir lassen den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen. Aber der Lohn des Jenseits ist wahrlich besser für diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind. Dann, nachdem Yusuf das Ganze regelte, kamen die schweren 7 Jahre. Die Jahre, in denen Dürre herrschte. Wie alt war Yusuf nun? Wenn wir davon ausgehen, dass Yusuf 17 Jahre alt war, als die Frau des Aziz versuchte, ihn zu verführen, und er danach ins Gefängnis kam für 7 Jahre, manche gaben auch andere Zahlen an, wie lange er im Gefängnis saß, aber wenn wir jetzt von 7 Jahren ausgehen, dann wäre Yusuf, Friede sei auf ihm, 17 plus 7 Jahre Gefängnis, dann wäre er 24 Jahre, als er rausgekommen ist und zum Ratgeber des Königs ernannt wurde, und dann noch die 7 segensvollen Jahre, dann wäre Yusuf ca. 31 Jahre alt gewesen. Er war also irgendetwas mit 30 und Allah weiß es am besten. Als diese schweren Jahre nun anfingen, war es extrem schwierig für Ägypten. Und auch für die umliegenden Gebiete, wie zum Beispiel Ash-Sham, wo auch der Vater und die Familie lebte. Und diese umliegenden Ortschaften erfuhren davon, dass Ägypten vorbereitet war. Und demzufolge wurden sie nicht davon überrascht von der Dürrezeit. Und das ist zurückzuführen auf die Großzügigkeit Allahs in erster Linie und danach aufgrund von Yusuf, Friede sei auf ihm, der den Traum interpretierte. Sie bezahlten dann für das Essen und Yusuf verabschiedete ein sehr weises Gesetz. Und zwar durfte einer nicht mehr kaufen als das, was ein Kamel tragen konnte. Für jede Person gibt es nur ein Kamel, egal wie viel Geld er hatte. Und er durfte jedes Jahr nur einmal kaufen. Eines Tages kamen bekannte Gesichter in die Vorratskammern des Landes, in welchem Yusuf war. Wer waren diese Leute? Es waren die Brüder von Yusuf. Sie kamen hinein und Yusuf erkannte sie sofort. Sie aber erkannten Yusuf nicht.
Denn sie waren älter als Yusuf und die ältere Person verändert sich nicht mehr so sehr im Gegensatz zu einer jüngeren Person. Du kannst eine Person sehen, die 5 Jahre alt ist und dann nach 10 Jahren erneut und du erkennst sie nicht wieder. Aufgrund der extremen Veränderung. Im Koran heißt es: ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها Und da kamen Yusufs Brüder und traten bei ihm ein. Er erkannte sie, während sie ihn nicht erkannten. Und wie hätten die Brüder auch nur darauf kommen können, ganz abgesehen von seiner optischen Veränderung, dass dieser mächtige Mann, der jetzt hier im Palast ist, der so viele unter sich hat und der die Verantwortung hat über die Vorräte des Landes, und wie hätten die Brüder auch nur darauf kommen können, dass das der Bruder ist, den sie vor Jahrzehnten in den Brunnen warfen und ihn anschließend noch verkauften als ihren angeblichen Sklaven. Das hätten sie sich nicht einmal erträumen können. Yusuf, Friede sei auf ihm, er kam mit ihnen ins Gespräch. Und durch ihre Worte erfuhr er, dass sie noch einen Bruder hatten. Yusuf wusste das natürlich, aber für sie war er ja nur ein mächtiger Mann, der fremd ist. Und er hätte es ja nicht wissen können. Yusuf erfuhr dann durch ihre Worte, dass sie noch einen weiteren Bruder hatten und dann sagte er, nachdem er sie mit ihrem Bedarf ausgestattet hatte, bringt mir einen Halbbruder von euch väterlicherseits. Seht ihr denn nicht, dass ich volles Maß gebe und dass ich der beste Obdachgeber bin? Warum sagte Yusuf dies? Er wollte sie damit locken. Aber Yusuf wusste auch, dass sie nicht unter seiner Kontrolle waren, denn sie lebten nicht in Ägypten. Also sagte er Folgendes: Wenn ihr ihn mir nicht bringt, so bekommt ihr bei mir kein Maß mehr und ihr sollt nicht in meine Nähe kommen. Sie hätten schlecht sagen können, warum gibst du uns nichts mehr, denn er hätte ihnen ohnehin nichts geben müssen. Also blieb ihnen nichts weiter, als das zu akzeptieren, was er sagte. Sie sollten also im nächsten Jahr wiederkommen, aber dann mit ihrem Bruder, denn jedes Jahr durften sie nur einmal kommen. Sie sagten: Wir werden versuchen, seinen Vater in Bezug auf ihn zu bewegen und wir werden es bestimmt tun. Und Yusuf wollte um jeden Preis, dass sie wiederkommen. Und damit Yusuf gewährleistet, dass sie auf jeden Fall zurückkommen, legte er ihre Ware, mit der sie das Essen kauften, in ihre Taschen zurück. Und er sagte zu seinen Burschen, es wurde dann die Anweisung gegeben, steckt ihre Tauschware zurück in ihr Gepäck, sodass sie sie wiedererkennen, wenn sie zu ihren Angehörigen zurückgekehrt sind, auf dass sie wiederkommen mögen. Das heißt, die Tauschware von den Geschwistern, mit der die Geschwister das Essen kaufen wollten, wurde dann wieder zurück in ihre Taschen gepackt, ohne dass sie davon wussten. Denn Yusuf, er wusste, wenn sie realisieren, dass ihre Tauschware, also das, womit sie das Essen kauften, wieder in ihre Taschen gelandet ist, müssten sie zurückkommen. Denn sie hätten es nicht behalten. Er gab ihnen ohnehin schon einmal die Drohung, dass wenn sie ohne ihren Bruder kommen, sie nichts kriegen. Und dann sagte er, kommt mit eurem Bruder, dann kriegt ihr noch mehr. Und dann legte er ihn noch oben drauf, die Waren wieder zurück in ihr Gepäck. Dann gingen die Geschwister zurück nach Palästina und sagten, O unser Vater, ein weiteres Maß ist uns verweigert worden. Darum lasse unseren Bruder mit uns gehen. So bekommen wir ein weiteres Maß zugeteilt. Wir werden ihn fürwahr behüten. Und das sagten sie auch im Übrigen damals vor einigen Jahrzehnten bei Yusuf. Sie sagten exakt dieselben Worte. Jakob sagte, kann ich euch etwa anders anvertrauen, als ich euch zuvor seinen Bruder anvertraut habe?
In anderen Worten, wie soll ich euch ihn anvertrauen, während ihr verräterisch in Bezug auf Yusuf gehandelt habt? Allah ist besser als Behütender und er ist der Barmherzigste der Barmherzigen. Und als sie ihre Sachen öffneten, fanden sie, dass ihre Ware ihnen zurückgegeben worden war. Sie sagten, O unser Vater, was begehren wir mehr? Das ist unsere Ware, sie ist uns zurückgegeben worden. Wir werden Vorrat für unsere Angehörigen bringen, unseren Bruder behüten und das Maß der Last eines Kamels mehr haben. Das ist ein leicht erhältliches Maß. Jetzt hatten sie keine Wahl, denn sie konnten unmöglich etwas nehmen, ohne den Preis dafür zu bezahlen. Sie mussten also wieder dorthin. Und wenn wir schon dorthin gehen, dann dürfen wir uns die Last eines Kamels nicht entgehen lassen. Aber dafür muss der Bruder mitgehen. Welcher Bruder? Benjamin, der Vollbruder von Yusuf. Friede sei auf ihm. Er sagte, ich werde ihn nicht mit euch senden, bis ihr mir ein verbindliches Versprechen vor Allah gebt, dass ihr ihn mir ganz gewiss wiederbringt. Es sei denn, ihr werdet umringt. Als sie ihm ihr verbindliches Versprechen gegeben hatten, sagte er, Allah ist Sachwalter über das, was wir hier sagen. Sie machten sich dann also im nächsten Jahr bereit für die Reise nach Ägypten. Und diesmal mit Benjamin. Jakub gab ihnen dann einen väterlichen Rat. Er sagte, O meine Kinder, geht nicht alle durch ein einziges Tor hinein, sondern geht durch verschiedene Tore hinein. Der Grund, warum Jakub das sagt, ist, und Allah weiß es am besten, dass er fürchtete, dass seine Söhne vom Auge getroffen werden. Und dass der Neid sich breit macht. Denn 11 Söhne zu haben, denen es allen gut geht und die attraktiv gewesen sind, würde viele Augen auf sich ziehen. Und demzufolge sagte er, dass sie sich dann verteilen sollen und nicht alle durch ein einziges Tor gehen sollen. Ich kann euch gegen Allah nichts nützen. Das Urteil ist allein Allahs. Auf ihn verlasse ich mich und auf ihn sollen sich diejenigen verlassen, die sich überhaupt auf jemanden verlassen wollen. Das ist ein Sabab, den man umsetzen kann, aber wenn Allah trotzdem möchte, dass ihr vom Auge getroffen werdet, dann werdet ihr getroffen. Aber man muss die Asbab setzen. Man muss tun und dann auf Allah vertrauen. Als sie dann in Ägypten ankamen und bei Yusuf eintraten, zog er seinen Bruder zu sich. Yusuf zog dann Benjamin zu sich. Er sagte, gewiss, ich bin dein Bruder, so sei nicht bekümmert wegen dessen, was sie getan haben. Wie viele Jahre wurden diese zwei Brüder voneinander getrennt? Und diese zwei Brüder, sie liebten sich und dann wurden sie getrennt. Und nach all den langen Jahren sehen sie sich endlich wieder. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ Als er sie nun mit ihrem Bedarf ausgestattet hatte, steckte er das Trinkgefäß in das Gepäck seines Bruders. Yusuf beauftragte jemanden, der das Trinkgefäß des Königs in die Tasche von seinem Bruder Benjamin steckte. Als sie dann gehen wollten, legten sie vorher noch das Trinkgefäß des Königs in die Tasche oder in das Gepäck von Benjamin. Die Geschwister wollten sich dann losmachen und einer der Leute, die Yusuf untergestellt waren, rief, stehen bleiben! Hierauf rief ein Rufer aus, ihr da von der Karawane, ihr seid fürwahr Diebe. Die Geschwister sagten, indem sie sich ihnen zuwandten, was vermisst ihr? Sie sagten, wir vermissen den Kelch des Königs. Wer ihn wiederbringt, erhält die Last eines Kamels und dafür bin ich Bürger.
Sie sagten, bei Allah, ihr wisst doch, wir sind nicht gekommen, um im Land Unheil zu stiften. Und wir sind keine Diebe. Wir haben nichts genommen, wir sind unschuldig. Yusuf sagte, okay, dann sagt mir, was die Strafe der Diebe in eurer Religion ist. Yusuf sagte dies, weil er wusste, was die Strafe des Diebs in ihrer Religion ist. Eigentlich hätte er die Strafe entsprechend dem Gesetz des Landes anwenden müssen, wo sie die Straftat verübt haben. Aber Yusuf wusste, dass das, was er wollte, nur durch die Gesetzgebung des Propheten Jakub erreicht werden kann und nicht durch die Gesetzgebung Ägyptens. Also wählte er geschickterweise ihre Gesetzgebung, um das zu kriegen, was er möchte. Was war das Gesetz aus der Gesetzgebung Jakobs? Dass der Dieb demjenigen als Sklaven gegeben wird, von dem er stahl. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Was soll dann die Vergeltung dafür sein, wenn ihr Lügner seid? Die Brüder sagten, die Vergeltung dafür soll sein, dass derjenige, in dessen Gepäck er gefunden wird, also der Kelch, selbst das Entgelt dafür sein soll, so vergelten wir den Ungerechten. Okay, gut, durchsucht ihr Gepäck. Und sie begannen mit dem Gepäck der Brüder. Vor dem Gepäck Benjamins, damit das Ganze realistischer aussieht. Sie durchsuchten den ersten, den zweiten, bis sie dann bei Benjamin ankamen und den Kelch fanden. Im Gepäck von Benjamin. Was ist das hier? Seid ihr Diebe oder nicht? Und die Brüder waren sprachlos. Wie kommt der Kelch da rein? Er begann zu suchen in ihren Behältern vor dem Behälter seines Bruders. Hierauf holte er aus dem Behälter seines Bruders hervor, so führten wir für Yusuf eine List aus. Nach dem Gesetz des Königs hätte es ihm nicht zugestanden, seinen Bruder als Sklaven zu nehmen, außer dass Allah es wollte. Wir erhöhen, wen wir wollen, um Rangstufen und über jedem, der Wissen besitzt, steht einer, der noch mehr weiß. Die Brüder, sie wussten nicht mehr, was sie sagen sollten. Dann sagten sie, wenn er stiehlt, so hat ein Bruder von ihm schon zuvor gestohlen. Sie wollten das rechtfertigen, aber machten damit alles schlimmer, denn sie wollten darauf hinaus, dass Benjamin ihr Halbbruder ist und der Bruder, von dem er das Klauen lernte, Yusuf war, zu denen sie gerade sprachen, ohne es zu wissen. Was meinten sie damit, dass ein Bruder von ihm schon zuvor gestohlen hatte? Die Gelehrten erwähnten mehrere Geschichten und die wohl bekannteste davon ist, dass Yusuf von seinem Opa mütterlicherseits einen Götzen nahm, den er anbetete, und dann zerbrach er diesen Götzen. Und es wurde auch gesagt, dass er das Essen von ihrem Haus nahm und es den Armen und Bedürftigen gab. Und es gibt noch andere Geschichten, die hierzu erwähnt wurden, wie dass es sich um einen Gürtel handelte und so weiter. Aber Yusuf hielt es in seinem Innersten geheim. Yusuf wusste natürlich, worauf sie anspielen wollten. Aber sie wussten nicht, dass Yusuf derjenige ist, der gerade vor ihnen steht. Er hielt es in seinem Innersten geheim. Habt ihr vergessen, was ihr getan habt mit eurem Bruder? Aber Yusuf sagte nichts. Er hielt es in seinem Innersten geheim.
aufgrund seines hervorragenden Benehmens und legte es nicht offen. Er sagte, ihr befindet euch in einer noch schlechteren Lage. Und Allah weiß sehr wohl, was ihr beschreibt. Subhanallah, die Eigenschaft Yusufs ist absolut erstaunlich, wie er es schafft, in solchen Momenten so ein hervorragendes Benehmen an den Tag zu bringen. Ich meine, schon im Gefängnis hätte er das Ganze zu seinem Nutzen drehen können. Er hätte Bedingungen stellen können und die Situation ausnutzen können. Und hier war er in der Position, wo er die ganzen Geschwister hätte bestrafen können. Er war einer der mächtigsten Personen in Ägypten. Und obendrauf haben sie ihm all das in seiner Kindheit angetan. Und er hätte mit ihnen machen können, was er wollte. Und trotz dessen sagte er kein Wort. Er schluckte es einfach. Und dann spielen sie noch darauf an, dass er geklaut haben soll. Und bei Allah suchen wir Zuflucht, dass dieser ehrenvolle Prophet so etwas getan hätte. Und er hielt es weiterhin in seinem Innersten geheim. Er sagte nichts dazu. Subhanallah, dieses hervorragende Benehmen ist einfach einzigartig bei den Propheten. Allahs Segen und Frieden auf unsere ehrenvollen Propheten. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Er nahm also Benjamin und die Geschwister sagten, O hoher Herr, er hat einen Vater, einen hochbetagten Greis, also einen alten Mann. So nimm einen von uns an seiner Stelle. Wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Sie wollten, dass er ihnen ein Stück entgegenkommt. Denn die Geschwister konnten ihren Vater kein zweites Mal enttäuschen. Insbesondere, da sie ihm ein deutliches Versprechen gaben. Er sagte, Allah schütze davor, dass wir einen anderen nehmen als denjenigen, bei dem wir unsere Sachen gefunden haben. Wir würden sonst wahrlich zu den Ungerechten gehören. Sie probierten alles, um ihn zu überreden, aber sie hatten keine Chance. Als sie die Hoffnung an ihm aufgegeben hatten, zogen sie sich zurück zu einem vertraulichen Gespräch. أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Der Älteste, welcher Rubin heißen soll, sagte: Wisst ihr denn nicht, dass euer Vater von euch ein verbindliches Versprechen vor Allah entgegengenommen hat? Und dass ihr zuvor eure Pflicht gegenüber Yusuf vernachlässigt habt, ich werde das Land nicht verlassen, bis mein Vater es mir erlaubt oder Allah ein Urteil für mich fällt. Er ist der Beste derer, die Urteile fällen. Mit welchem Gesicht soll ich meinem Vater gegenüberstehen, wenn wir ihm erzählen, dass wir auch noch Benjamin verloren haben? Kehrt zu eurem Vater zurück und sagt, O unser Vater, dein Sohn hat gestohlen und wir bezeugen nur das, was wir wissen und wir sind nicht Hüter über das Verborgene. Ja, wir gaben dir ein Versprechen, aber das ist etwas, was nicht unter unserer Kontrolle liegt. Dein Sohn stahl. Was hätten wir tun können?
Frag die Stadt, in der wir waren, und die Karawane. Denn in der Karawane waren nicht nur die Geschwister von Yusuf, sondern viele andere. Frag sie, wenn du uns nicht glaubst, also die Karawane, mit der wir angekommen sind. Wir sagen gewiss die Wahrheit. العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Er sagte, nein, vielmehr habt ihr euch selbst etwas eingeredet. Es gilt, schöne Geduld zu üben, aber vielleicht wird Allah sie mir alle wiederbringen. Er ist ja der Allwissende und Allweise. Bis jetzt hat dieser edle Prophet Jakob, Friede sei auf ihm, nicht die Hoffnung aufgegeben, dass Allah der Erhabene ihn Yusuf wiederbringt. Und nach all den Jahren verliert er jetzt auch noch Benjamin. Und trotz dessen hat dies nicht seine Hoffnung zerstört, dass er Yusuf wiederbekommt. Obwohl jetzt noch Benjamin weg ist. Und er kehrte sich von ihnen ab. Jakob diskutierte nicht weiter mit ihnen. Eine unnötige Diskussion, denn es hätte ohnehin nichts gebracht. Also wendete er sich von ihnen ab und wendete sich dem einen zu, der ihm in dieser schweren Situation helfen kann. Und er sagte, oh mein Kummer um Yusuf. Und seine Augen wurden weiß vor Trauer und so hielt er seinen Kummer zurück. Er weinte so sehr und so intensiv, dass er sein Augenlicht verlor. Was für ein Schmerz Jakob, Friede sei auf ihm, gefühlt haben muss. Was für eine Trauer, was für Emotionen in ihm vorgingen. Und trotz dessen war er geduldig und wendete sich nur Allah alleine zu. Und trotz dessen sagte er nichts, außer das, was Allah zufriedenstellt. Nichts würde die Lippen Jakobs verlassen, außer das, was Allah zufriedenstellt. Selbst in dieser schweren, heiklen Situation, wo er so sehr weinte, dass er sein Augenlicht verlor, selbst in diesem Moment würde Jakob nicht sagen, außer das, was Allah zufriedenstellt. Was für ein Vorbild. Alayhi salam. Die Geschwister sind geschockt. Sie sagten, bei Allah, du hörst nicht auf, Yusufs zu gedenken, bis du hinfällig geworden bist oder du zu denen gehörst, die umkommen. Vater, du wirst noch sterben, wenn du so weitermachst. So viele Jahre sind vergangen und du trauerst immer noch um Yusuf? Dann sagte Jakob, Friede sei auf ihm, eine Sache, die jeden Traurigen stärken sollte. Und zwar sagte er, إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Er sagte, ich klage meinen unerträglichen Kummer und meine Trauer nur Allah allein und ich weiß von Allah her, was ihr nicht wisst. Und im Tafsir von Al-Baghawi heißt es in Bezug auf den unerträglichen Kummer, dass er so genannt wurde, weil derjenige gar keine Möglichkeit hat, außer es zu veröffentlichen, dass er seine Trauer öffentlich macht, sodass andere es sehen. Es ist so eine starke Trauer, dass es gezeigt werden muss. Du kannst es gar nicht verstecken. Und trotz dessen sagte er, ich klage meinen unerträglichen Kummer und meine Trauer nur Allah allein. Und ich weiß von Allah her, was ihr nicht wisst. Was wusste Jakob? Ich weiß, dass der Traum Yusufs wahr wird. Der Traum, von dem die Brüder nichts wussten. Und ich weiß, dass ich mich bald vor ihm niederwerfe. So wie im Traum Yusufs. O meine Kinder, geht und erkundigt euch über Yusuf und seinen Bruder. Und gebt nicht die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs auf. Es gibt die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs nur das ungläubige Volk auf. Ich meine, wie schwer muss es sein, in dieser Situation noch Hoffnung zu haben, nachdem man Jahrzehnte sein geliebtes Kind verliert, nichts von ihm hört und dann auch noch das zweite geliebte Kind verliert. Und die Hoffnung nicht verliert und dann noch sagt, dass nur das ungläubige Volk die Hoffnung auf Allahs Erbarmen verliert. Und subhanallah,
Nichts hätte die Hoffnung Jakobs auf das Erbarmen Allahs zerstören können. Nichts. Er hat all das verloren, was ihm in dieser Dunja am wichtigsten war. Seine beiden geliebten Kinder. Und trotz dessen würde er keine Sekunde verzweifeln an der Hoffnung Allahs. Keine Sekunde. Und trotz der Trauer und trotz dem Schmerz all die Jahre. Und jetzt ist er auch noch blind geworden aufgrund des Weinens wegen dem Verlust. Und trotz allem würde er keine Sekunde seine Hoffnung auf Allahs Erbarmen aufgeben. Ja, Bani, yadhabu, fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawhillah. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Die Geschwister gingen also erneut nach Ägypten. Als sie wieder bei ihm eintraten, sagten sie, O hoher Herr, Unheil ist uns und unseren Angehörigen widerfahren, und wir haben nur Ware von geringem Wert gebracht. So gib uns dennoch volles Maß und gib es uns als Almosen. Allah vergilt denjenigen, die Almosen geben. Als Yusuf diesen Anblick sah, wie seine Brüder litten, und er ihren Kummer und ihre Sorgen sah, zudem hörte er von seinem geliebten Vater, dass er blind wurde. So dann überkam ihm die Emotion. Und er brach sein Schweigen. Und er sagte, wisst ihr noch, was ihr Yusuf und seinem Bruder damals in eurer Torheit antatet? Wisst ihr noch damals, was ihr uns angetan habt? Die Geschwister konnten nicht glauben, was sie gehört haben. Yusuf? Das heißt, er muss Yusuf sein. Dieser Mann, dieser mächtige Mann, muss Yusuf sein. Was sagten sie? Bist du denn wirklich Yusuf? Er sagte, ich bin Yusuf und das ist mein Bruder. Allah hat uns eine Wohltat erwiesen. Gewiss, wer gottesfürchtig und standhaft ist, gewiss, Allah lässt den Lohn der Gutestunden nicht verloren gehen. Die Brüder realisierten, wie Allah der Erhabene Yusuf um Stufen erhob. Um Stufen erhob er ihn. Die Geschwister versuchten ihn zu erniedrigen, dadurch, dass sie ihn in ein Brunnenloch warfen. Sie ließen ihn wortwörtlich abstürzen in ein Brunnenloch und Allah erhob ihn von dort, sodass sie von Palästina nach Ägypten ging, um ihn um Hilfe für ihre schwere Situation zu bitten. Der Bruder, den sie damals als kleinen Jungen verspotteten, ihn als kleinen Jungen schlugen, in den Brunnen warfen und als Sklaven verkauften, dieser einst so kleine, hilflose Junge ist heute die mächtige Person aus Ägypten. Die Person, die euch hilft. Und trotz all dem, was sie getan haben, hat Yusuf nichts von ihren Verbrechen erwähnt. Er sagt nichts. Sie sagten bei Allah, Allah hat dich uns vorgezogen und wir haben wahrlich Verfehlungen begangen. Sie realisierten, wie Allah Yusuf Friede sei auf ihm erhob. Was sagte Yusuf? Keine Schelte soll heute über euch kommen. Allah vergibt euch, er ist ja der Barmherzigste der Barmherzigen. Als würde Yusuf ein neues Kapitel mit seinen Geschwistern beginnen.
Und das demonstriert erneut seinen unglaublichen und erstaunlichen Charakter. Wie er einfach so seinen Geschwistern dieses Verbrechen vergeben hat, ohne sie zu erwähnen. Alles ist vergessen, als ob nichts passiert ist. Alles ist vergessen und vergeben. Einige Menschen heutzutage vergeben dir nicht, wenn du ihnen das kleinste Unrecht zufügst. Und sie halten dir das ein ganzes Leben vor. Und Yusuf hat ihnen einfach so die schlimmsten Sachen vergeben. Die größten Schikanen. Sie verkauften ihn als Sklaven. Sie ließen ihn alleine im Brunnenloch als kleinen Jungen. Sie wollten ihn sogar töten. All das war vergessen und vergeben. Man sollte zutiefst erschüttert sein, wenn wir wissen, was für ehrenvolle Propheten es gibt und was für ehrenvolle Propheten unsere Vorbilder sein sollten und Muslime heutzutage nicht diese ehrenvollen, wahrhaftigen Propheten als Vorbilder nehmen, sondern irgendwelche Musiker, Schauspieler oder Fußballer. Das sind unsere Vorbilder, diese Leute, die alle übertroffen haben. Keiner kommt auf die Stufe dieser Leute. Und bis heute reden wir über ihre Geschichten. Schaut, wie Allah Yusuf erhoben hat, sodass Yusufs gesamte Geschichte im Koran zu finden ist. Und selbst nach tausenden Jahren sprechen wir über ihn, über diesen ehrenvollen Propheten. Und das sind Vorbilder für uns. Und keine Musiker und Schauspieler, die uns in die Hölle führen und von denen wir die unmoralischsten Sachen lernen. Yusuf sagte dann, geht mit diesem meinem Hemd und legt es auf das Gesicht meines Vaters. So wird er sein Augenlicht wiedererlangen. Und bringt eure Angehörigen allesamt zu mir. Als nun die Karawane aufgebrochen war, also die Karawane, die von Ägypten nach Palästina aufbrach, da geschah ein Wunder. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Durch die Erlaubnis Allahs trug der Wind den Geruch von Yusuf eine Strecke von 8 Tagen bis nach Palästina zu Jakob, Friede sei auf. Dann sagte Jakob, wahrlich, ich nehme Yusufs Geruch wahr, wenn ihr mich nur nicht bezichtigen würdet. Wenn ihr mich nur nicht bezichtigen würdet, Unsinn zu reden. Sie sagten, bei Allah, du befindest dich fürwahr in deinem alten Irrtum. Nach diesen 8 Tagen kam die Karawane dann an. Als nun der Frohbote kam, legte er es auf sein Gesicht und da hatte er sein Augenlicht wieder erlangt. Er sagte, habe ich euch nicht gesagt, dass ich von Allah her weiß, was ihr nicht wisst? Sie sagten, oh unser Vater, bitte für uns um Vergebung unserer Sünden, denn wir haben gewiss Verfehlungen begangen. Er sagte, ich werde meinen Herrn um Vergebung für euch bitten und die Gelehrten sagten, dass er dies zum Nachtgebet hinauszögern wollte, weil die Wahrscheinlichkeit erhört zu werden dort sehr hoch ist, also im letzten Drittel der Nacht. Er sagte, er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Alle gingen nun nach Ägypten. Jakob, Friede sei auf ihm, die Mutter Rahil, die Geschwister, sie alle. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من
قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين Als sie nun bei Yusuf eintraten, zog seine Eltern an sich und sagte, Betretet Ägypten, wenn Allah will, in Sicherheit. Und er hob seine Eltern auf dem Thron empor. Er setzte sie neben sich. Und dann fielen sie vor ihm ehrerbietig nieder. Der Vater, die Mutter und die Geschwister. Und dies war eine Niederwerfung des Respekts und der Verehrung und keine Niederwerfung im Sinne des Gottesdienstes. Und dies war zu ihrer Zeit erlaubt und ist in der Gesetzgebung Muhammads, Allahs Segen und Frieden auf ihm, verboten. Man darf dies nur für Allah alleine tun. Er sagte, O mein lieber Vater, das ist die Deutung meines Traumgesichts von zuvor. Subhanallah, nach all den Jahren, Yusuf hat diesen Traum nie vergessen und auch nicht sein Vater. Und nach einer Zeitspanne von 40 Jahren hat sich dieser Traum verwirklicht. Und hieraus lernen wir, dass ein Traum nicht unbedingt in den nächsten Tagen verwirklicht werden muss, sondern auch manchmal Jahre braucht, bis der Traum wahr wird. Und hier vergingen 40 Jahre, bis sich der Traum bewahrheitete. Mein Herr hat es wahrgemacht. Und er hat mir Gutes erwiesen, als er mich aus dem Gefängnis herauskommen ließ und euch aus dem nomadischen Leben hierher brachte, nachdem der Satan zwischen mir und meinen Brüdern zu Zwietracht aufgestachelt hatte. Gewiss, mein Herr ist feinfühlig in der Durchführung dessen, was er will. Er ist ja der Allwissende und Allweise. Yusufs ausgezeichneter Charakter wird immer wieder deutlich. Und hier schon wieder. Er macht für die Verbrechen seiner Geschwister den Satan verantwortlich. Und er sagt hier, dass der Satan zwischen mir und meinen Brüdern angestachelt hat. Schaut, wie gütig er diesen Vorfall erwähnt. Wenn ein Außenstehender dies hören würde und nicht wüsste, was vorgefallen ist, würde er denken, dass Yusuf und seine Brüder sich gestritten haben und dass beide irgendwie darin involviert sind und dass beide möglicherweise einen Fehler begangen haben. Und das, obwohl Yusuf nicht 1% der Schuld trägt an dem, was passiert ist, und trotzdem wählte er seine Worte so geschickt und so gutmütig, als würde er sagen, wir haben alle Fehler gemacht. Und dies zollt von seinem erstaunlichen und beeindruckenden Charakter. Und hier kann man nur betonen, dass das die Menschen sind, denen wir folgen müssen. Das sind die Menschen, die es verdient haben, als Vorbilder genommen zu werden, und nicht die Shayatin von heute. Und dann haben wir heutzutage andere Menschen, die nie an etwas schuld sind. Immer ist der andere schuld, obwohl sie in Wirklichkeit schuld sind. Wohingegen Yusuf, Friede sei auf ihm, vollkommen unschuldig ist. Und trotz dessen wählt er seine Worte so, als wenn er auch nicht komplett unschuldig gewesen ist, obwohl er vollkommen unschuldig war. Friede sei auf ihm. Es heißt, dass Jakob, Friede sei auf ihm, dann nach 17 Jahren mit seinen Kindern in Ägypten verbrachte und vor seinem Tod gab er seinen Kindern eine Nasiha. Er gab ihnen einen wichtigen väterlichen Ratschlag. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Und er sagte, wem werdet ihr nach mir dienen? Sie sagten,
wir werden deinem Gott und dem Gott deiner Vorväter Ibrahim, Ismail und Ishaq dienen, dem einen Gott, und ihm sind wir ergeben. Und wir sehen, wie diese Lehren Yusuf, Friede sei auf ihm, sein ganzes Leben über begleitet haben. Immer wenn es heikel wurde, Allah bat und Allah war sein ständiger Begleiter. Und Yusuf wendete sich stets an Allah. Und diese Lehren waren so tief in ihm eingeprägt, dass er selbst seine Gefängnisgefährten zu dieser einen Religion aufrief, dass nur Allah alleine das Recht auf Anbetung hat und sonst niemand, keine falschen Götter, nur Allah alleine. Und das ist die Botschaft aller Propheten. Ja'qub verlangte dann, dass er zu der Ortschaft Al-Khalil gebracht wird, wo auch Ibrahim, Sarah und Ishaq alayhimussalam begraben wurden. Er wurde dann auch dort begraben und es wird gesagt, dass dann auch später Yusuf dort begraben wurde. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. O Allah, schenke Muhammad und seiner Familie Heil, so wie du auch Ibrahim und seiner Familie Heil geschenkt hast. Wahrlich, du bist lobenswürdig und ruhmvoll. O Allah, segne Muhammad und seine Familie, so wie du Ibrahim und seine Familie gesegnet hast. Wahrlich, du bist lobenswürdig und ruhmvoll. Und damit endet die lehrreiche Geschichte des Edlen, der Sohn eines Edlen, der Sohn eines Edlen, der Sohn eines Edlen, Yusuf, der Sohn von Ya'qub, der Sohn von Ishaq, der Sohn von Ibrahim.